So, mein Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben hier zu Gast, ja, ich sag mal so, eine kleine Koryphäe. Italiener nennen ihn Feliciano Lopezini, Spanier sagen Feliciano Lopez, die Deutschen kennen ihn unter Felix Lobrecht, größter Podcast Europas, ein guter Kollege von mir, ein sehr lustiger Typ, ein sehr charmanter Typ auch, heute maximal lässig angezogen. Felix, herzlich willkommen bei Gib mal Feuer. Was geht? Schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Wir haben uns auch lange nicht gesehen, Alter. Ja, ich habe so, hab heute so peinlich viele Markenklamotten an. Ja. Ist mir aber erst im Auto aufgefallen. Mm. Da ist einfach ein Dior-Shirt, eine Gucci-Jacke und ein Louis-Dings. Ja, ich glaube, das wäre kein Thema, wenn das farblich auch passen würde. Ja, ja. Ich sehe wirklich aus, als wäre ich gerade aus dem Türkei-Urlaub gekommen. Das, aber du hast gestern schon gesagt, geht Penner-Modus und ich meinte ja und hast du durchgezogen. Ja, ne? Deswegen. Das nee, weil ich war nicht beim Friseur, deswegen habe ich auch eine Mütze auf hier. Aber wie oft gehst du zum Friseur? Also alle 3-4 Tage. Hast du so, wirklich, okay, mhm. Hast du den des Vertrauens? Mhm. Okay, und was? Ich habe zwei. Ich hab eine Friseurin, die schon seit Jahren meine Haare schneidet. Ich würde sogar fast sagen, seit einem Jahrzehnt. Mhm. Die kommt auch zu mir nach Hause, aber die war jetzt lange im Urlaub und immer wenn die krank ist, dann gehe ich am Kotti zum Friseur. Aber hat die dann auch die Phase mitgemacht, als du noch nicht so maximal fresh deine Haare hattest? Ich habe schon, seit ich 14 bin, ich habe mir früher mal selber die Haare geschnitten. Also Seiten auf null? Seiten auf kurz hatte ich eigentlich immer, wenn ich es wollte. Okay. Ich habe auch den, also sowieso, kennst du ja. Ich habe neulich so alte Fotos von dir gesehen. Ja. Du hattest auch ein klassisches Glow-Up. Also, ey, soll ich dir was sagen? Du bist auch so ein richtiger, so ein Bartgewinner. Also unter Bartgewinner kann ich mir natürlich direkt was vorstellen. Ich weiß auch genau, was du meinst. Aber ich habe dann versucht, so ein altes, ich habe original ein Foto gefunden, wo ich ohne Bart wirklich fresh aussehe. Ja. Aber es ist wirklich. Ich nicht. Es ist wirklich doch, das hast du auch gesehen. Das Foto habe ich nicht gefunden. Doch, das ist ein schwarz-weißes von 2006. Okay. Das ist auch wirklich cool. Aber das Ding ist, also Bartgewinner gibt es wirklich viele und ich bin einer davon safe. Und wenn du jetzt abmachen würdest, hat man halt wirklich so einen Mongo-Unterkiefer. Und das Problem haben, glaube ich, viele. Ey. Ganz viele haben dann auf einmal so ein zu kurzes Gesicht. Ja. Weißt du, wenn du dich so dran gewöhnst, dass sie so bis hier gehen. Und dann gehen die auf einmal nur. Ja, aber vielleicht spricht da auch jetzt gerade jemand, der auch selber Bartneid hat. Der Bartneid hat, aber durchaus auch das Geld hätte, sich einen Bart machen zu lassen. Ja. Und da aber dazu steht, dass er keinen hat. Das ist gut. Aber dann müssten diese Dinger müssten eigentlich theoretisch weg. Theoretisch müsste das hier nur. Ja, aber dann sehe ich immer aus wie so ein rassistischer Bulle. Ich will aussehen wie eine rassistische Privatperson. Okay, gut. Wie ein rassistischer okay, gut. Deswegen Bulle. Lässt du die Sachen hier. Ja, ja. Okay, das ist doch stark. So, wir stoßen erstmal an hier. Ja, cheers. Schulter, es ist so ein richtiges, ehrliches Pennerbier. Ja, das ist auch das Gute, also so edel. Ich glaube, es gibt in Berlin Schlimmere. Ich bin komplett immer auf Budweis. Also, jetzt machen wir Werbung, ne? Ist das gut? Mach doch einfach. Das ist ein Podcast, hört eh keiner. Mach weiter. Ja, okay, Quatsch. Hast ja auch recht. Also, mein Lieber, wir kennen uns seit, wenn ich mich recht erinnere, boah, bevor ich die ersten Open Mics gemacht habe, es müsste 2015 gewesen sein, war ich mal gebucht auf so einem Corporate-Gig im Wald. Ja, ich kann dir auch sagen, in welchem Wald. In welchem Wald? Obwohl, nee, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber am Müggelsee. Müggelsee? Am Müggelsee im tiefsten Köpenick. Da haben wir uns gesehen bei einem Auftritt in so einem komischer großen Firmenfeier von irgendwelchen Idioten in so einem Hotel. Du hast es noch voll vor Augen? Weil es für dich auch so schlimm war. Ich hab's komplett vor Augen. Weil es für dich auch so schlimm war. Ja, ich war mit meiner Schwester da, was total selten der Fall ist, dass meine Schwester mal irgendwohin mitkommt. Und du warst auch da. Ich wusste da schon, dass es dich gibt, weil du, glaube ich, kurz vorher ein Nightwash-Video hattest beim Talent Award, wo du grandios gebombt bist. Also wirklich so ein crazy Bombing. Ohne Spaß. Ich schwöre, ich bin ja. Da hast du gesungen und getanzt und so die ganze Zeit. Ja, ich bin aber nicht gebombt. Es war ein schlechter Auftritt, aber ich bin nicht gebombt. Es gab ja Reactions und ich bin ins Finale gekommen. Aber es war ein ganz schlechter Auftritt, auf jeden Fall, aber ich bin nicht gebombt. Also die Leute haben die Schlechtheit nicht so wahrgenommen. Vielleicht habe ich das Finale, also den ich gesehen habe, der war nicht gut. Ich war da immer fein angezogen auch. Ich habe da immer so Anzug angehabt und. Und da hast du auch noch so deinen so Disco-Ficker-Bart. So schön den Kevin Kurani, Alter. Ich wusste es aber auch nicht besser. Ja. Also ich wirklich, also an der Stelle nochmal Shoutout an meine Ex-Frau auf jeden Fall, weil die hat maßgeblich dazu beigetragen. Kennst du das, wenn Frauen einen wirklich so, die nehmen einen so, die sehen so dieses Rohmaterial und denken sich so, okay, wenn ich das und das noch irgendwie so unterschwellig einbinde und auf einmal siehst du gut aus und du weißt aber nicht, wie es passiert ist. Aber es sind die Frauen gewesen im Endeffekt. Ja, so. Stark. Aber dieses Glow-Up-Ding habe ich letztes Mal schon mal gehört von so einer, von Maria Ziffi. Und die meinte so, du hast aber auch ein Glow-Up. Und dann habe ich erstmal geguckt, ich meinte so, was ein Glow-Up? Meinte, ja, du sahst früher nicht so gut aus und jetzt siehst du aber gut aus. Ich so, okay, dann
Kennst du das, wenn du einen neuen Haarschnitt hast oder irgendwas änderst und Leute sagen so, ah, nice. Und denkst dir so, du Hurensohn, was war die letzten 10 Jahre? Ja, ja. Kennst du das, wenn du irgendwas neu hast und einfach das selber voll geil findest und irgendwie das niemand anspricht? Nein. Kennst du nicht? Nein. Ich hab ein Parfüm geschickt bekommen. Ja. Was ich so geil finde, ja. Und ich trage das seit 2 Tagen und niemand spricht keine mich Komplimente. Drauf an. Keine, aber auch nicht so, es riecht nicht so ekelig, sondern es interessiert einfach gar nicht. Okay, aber hast du das jetzt gerade drauf? Ja. Man riecht es aber auch nicht. Ja, komm. Ja, das ist das Ding. Ja, das ist schade. Ja, es ist wirklich schade. Ja, aber ein Parfüm ist jetzt auch nichts Krasses. Also da sollte man jetzt nicht rausgehen und sich denken, die Leute werden sehen. Ja. Also das ist so, ich weiß nicht, also es ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie einen Cut in die Augenbraue machst oder du hast wirklich einen neuen Bart oder keine Ahnung, oder du warst pumpen. Mhm. Ne, das dann auch immer so, dann das war bei mir jetzt, Ich gehe, wie gesagt, alle 3-4 Tage lasse ich mir Haare schneiden, weil ich so das maximale Freshness-Gefühl habe ich nach so, wenn Haare frisch gemacht sind. Ja. Aber dann hast du ja die Messlatte auch hochgelegt und es gibt keinen. Also, was muss jetzt noch passieren, dass Leute sagen, heute ist aber hier Felix, was ist denn da los? Ich finde. Vielleicht bei der Verleihung, wo du einen Anzug anhattest, sowas? Naja, das hat mir nicht so gefallen, da habe ich mich verkleidet gefühlt. Nee, ich finde irgendwie am coolsten oder am meisten Freude stiftet so neue Klamotten mäßig eigentlich, wenn man eine gute Hose findet. Das ist bei mir sehr, also eine gute Hose bin ich immer sehr glücklich drüber. Ja, oder ich finde Hosen voll unwichtig. Oder Schuhe. Ja, weil du ein Schlacks bist. Du bist ein langer Schlacks. Ja. So, für dich gibt es tausende Hosen. Wenn du so ein kleiner gedrungener Typ bist wie ich. Sei mir nicht böse. Oder wie mein Vater mal sagen würde, ein ganz kompakter. Ja, dann ist Stromkasten. Ja, dann ist es nicht so einfach. Da musst du dir auch mal von so einer Hose hier unten nicht selber abschneiden. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, für mich ist Hosen finden schwerer als für dich. Warum? Also ich bin halt, ich bin sehr deutsch, aber ich habe so ein paar afrikanische Sachen, unter anderem einfach Hüftknochen, die unter den Achseln sind. Ich habe die längsten Beine der Welt und ich, also das kannst du vergessen. Mhm. Also, ja, aber es gibt doch immer diese Größen 38-30, so eine Kombination gibt es immer. Na, weißt du deine? Nee, variiert. Weil auch Hosen, da gibt's auch nicht so, da hat man sich nie so richtig auf dieses SML-XL-Schema geeinigt. Und das ist scheiße. Nee, das ist eigentlich richtig, weil wie denn auch? Ja, aber man hätte ja wenigstens quasi diese 30, 31, wenigstens das hätte man ja. Man hätte es für uns einfacher machen können. Weil wir sind wirklich wie geistbehindert in so einem Laden, wenn wir dann irgendwie 32 finden. Und ich bin jetzt 40 und ich kann dir nicht sagen, ob 36, 34 irgendwie, ich weiß es nicht. Ja. Das ist eigentlich auch ein bisschen peinlich. Wir sind aber ein bisschen abgeschweift, weil wir waren eben noch bei dem Corporate-Gig im Wald. Genau. So, und da habe ich nämlich, du hast es krass, dass es noch im Kopf hast. Ich glaube aber, weil das einfach so ein negativ prägendes Erlebnis war. Das war auf jeden Fall unter meinen Top 5 schlechten Auftritten, schlimmsten Auftritten. Ja, also ich glaube, das ist meine Top 1. Also das ist Top 1, das ist meine 1, glaube ich. Also dieses, und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann auch, wir waren so Backstage und ich kannte deinen Namen auch und wir haben uns auch relativ gut verstanden und dann meinst du so und du fängst an, ich so, ja, aber ich muss ja zweimal und dann meinst du so, ja. Ich muss nur einmal. Ich hab dich einfach geklammert. Ja. Ich habe angefangen, gemerkt, ach du Scheiße, du warst auf der Bühne und da war es noch dieses, so, 47 Sekunden haben wir rum. Genau. Ich sag mal so, das, was ich damals auch meiner Abiturlehrerin gesagt habe, zusammen können wir das hier. Oder irgendwie sowas was, ne? Genau. Und dann musste ich aber nochmal. Naja, dann musstest so du nochmal singen und tanzen. Naja, ich habe nicht gesungen. Nee, ich weiß noch ganz genau, du hast so viel zu inhaltliches Material. Meine Oma mit mir als Schwarzer und sie so weise, viel zu inhaltlich für diese besoffenen Schwänze, die da. Aber ganz kurz, das war, glaube ich, Real Talk, mein 10. Auftritt in meinem Leben. Ja. Ja. Ich wusste es nicht besser. Ja. Ich wusste es nicht besser. Ja, jedenfalls danach mussten wir noch so richtig würdelos da an wie zu irgendeinem anderen Typen laufen, der uns dann so Bargeld in einem Umschlag gegeben hat. Stimmt, der hat Umschläge gegeben, ja genau. Musst du irgendwas unterschreiben und dann habe ich dich noch in meinem alten Audi A4, glaube ich, mit meiner Schwester zusammen zum Cotti gefahren. Zum Cotti gefahren und von da aus bin ich zum Battle Rap Event gefahren in der Panke, wo heute übrigens auch ein Battle Rap Event ist und da hat noch Bong Taggy gegen Nidal Nip gebattelt. Ich bin da noch hin und ich war aber so leicht abgefuckt, aber da kamen dann wieder Leute, hey Cynic, dachte ich mir so, ah okay, der Abend war doch nicht so schlecht. Aber ich weiß noch, wie ich in Erinnerung hatte, dass du hast schon so, wenn man, also was heißt, wenn man dich nicht kennt, man sieht so 2, 3 Auftritte und man redet mit dir und denkt sich so, okay, entweder ist das der desinteressierteste Spaß, den es gibt, oder der ist einfach, oder das ist eine Art. Mhm. Aber ich weiß noch, wie trocken du auch dann so meintest, ja, nee, aber, weil ich habe noch den Wagen gesehen, dachte mir, ich war so leicht beeindruckt, auch wenn du jetzt sagst, es war der alte Audi, aber ich war beeindruckt auf jeden Fall, weil ich auch keinen Führerschein habe und ich war so, dachte mir so, okay, krass. Der ist so, wir sind 2016 oder 15 und der fährt hier mit so einem Kombi rum und ist hauptberuflich. Es war absolut kein Kombi. Nein? Nein, ich habe so ein riesen Auto in Erinnerung. Nee, also entweder war es ein silberner A4 oder ein schwarzer A6, aber es war definitiv, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Kombi. Nein, ich habe wirklich einen dunklen, langen Wagen in Erinnerung, aber gut. Ja.
kam mir größer vor, als es ist, wahrscheinlich wegen der Aura. Aber dann hast du auf jeden Fall gesagt, ja, nee, davon lebe ich jetzt schon ein paar Jahre was war das? Warst du da schon Autor? Hast du schon ein Buch gehabt da? Ich glaube, da hatte ich gerade mein Buch raus. Ja, da hast du so wirklich diesen ganz trockenen Flex gemacht. Ah ja. Nee, ich habe, ich bin auch schon, arbeiten gehe ich nicht mehr. Und ich war ja, okay, aber wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich auch darüber geredet haben, ob ich davon leben kann. Ich werde es jetzt nicht einfach aus der Kalten. Ich gehe zum Battle Rap. Ich muss übrigens nicht mehr arbeiten. Nee, so war es auch, glaube ich. Ich muss, gut, ey. Wie willst du angeben nach dem Auftritt? Also weißt du, ich meine, ja, wir waren beide so eine Schicksalsgemeinschaft, wir konnten uns beide nichts vormachen. Genau, aber der Auftritt hat ja nichts mit der Qualität zu tun. Wir waren Leidensgenossen. Naja gut, aber wir waren beide da gebucht und waren beide in einer Position in unserem Leben, wo wir da hingehen. Ja, auf jeden Fall. Da kann man dann nach nicht ich bin mehr sogar, Ich bin sogar dahin und dachte mir so, boah, das ist ein so gut dotierter, ein so gut hochdotierter Auftritt. Ich weiß sogar noch, was wir bekommen haben. Haben wir dasselbe bekommen? Haben wir darüber geredet? Ja, können wir, also ich habe 600 bekommen. Du anscheinend 700. Nee, genau. Ja. Und dann, was ich auch noch weiß, ist, weil ich habe nämlich letztes Mal, ich bin so ein Vergangenheitsmensch. Was bist du, Vergangenheits-, Gegenwarts- oder Zukunftsmensch? Nee, noch nie drüber nachgedacht, aber erklär erst mal, was du mit Vergangenheitsmensch meinst. Also ich bin Vergangenheitsmensch in dem Sinne, dass ich weiß nicht ungefähr, was im nächsten halben Jahr oder Jahr passiert, aber ich weiß ganz genau, an dem Datum, vor so und so vielen Jahren, wenn ich gucke, unfassbar, also krankhaft oft alte Videos und alte Fotos. Echt, ja? Ich liebe es einfach. Ach, ich liebe es. Und dann fühle ich mich da wieder rein und denke mir so, ach, das war die Zeit, auch wenn es eine scheiß Zeit war, aber ich liebe das einfach, mich in der Vergangenheit so zu suhlen. Und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin jetzt, auf dieses Vergangenheitsding. Wo waren wir nochmal vorher? Bei dem Drecksauftritt. Leidensgenossen, genau. Ich habe ein altes Foto gesehen und da habe ich damals so das Line-Up von der Quatsch Comedy Club Talentschmiede. Habe ich abfotografiert. Und ich habe letztes Mal war ich irgendwo, kennst du, man weiß ja nie, wo man war. Man war irgendwo mit irgendjemandem und dann meine ich so, ja, Talentschmiede angefangen, waren meine ersten Auftritte und das war ein krasser Jahrgang, wir waren so da. Und dann habe ich so, dann Enisa Amani, Vincent Pfefflin, Ozan Yaran, und noch so zwei, drei Leute, die einfach alle von der Comedy leben können, also die auch relativ groß damit geworden sind. Aber bei Talentschmiede oder bei Talent Award von Nightwash? Nein, bei der Talentschmiede. Echt, ja? Da war dein Name auch auf dem Flyer drauf. Naja, krass. Ja, und da dachte ich mir auch so, okay, das ist wirklich crazy, was für Wege das so gegangen ist. Und was ich ja voll feiere, weil ich bin, also wenn jetzt zum Beispiel, Messi zum Beispiel ist ja überragend, ne? Und Cristiano Ronaldo auch, aber ich feiere Cristiano mehr, weil der auch sagt, dass der geil ist, weil der dicke Fresse hat. Ja, ja. Und das war das Erste mit, was ich bei dir gefeiert habe, wo du einmal, da saßt du einmal irgendwo und meinst so, also es gibt, also die zwei Comedians, die wirklich den meisten Fortschritt gemacht haben, sind der und ich. Ja. Aber vollkommen zu Recht auch, ja. Weil du hast dann einfach so, also ich habe es voll gefeiert, weil das Fakten waren. Du hast abgerissen und gebackt und du meinst so, du hast, weil der Weg von, das ist eine unnötig angespannt, ja. Bis hin zu dem, was du jetzt gemacht hast, ist halt wirklich krank. Ja, ja. Ja, ich finde, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber finde ich interessant, weil das ja auch einer, also das, ich verstehe, warum Leute das irgendwie dann so arrogant finden, aber andererseits zeigt es ja auch, mir ist schon klar, dass das früher auch noch nicht so geil war. So, also genau. Das impliziert es ja einerseits. Aber das war sowieso so eine komische Zeit, wo voll viel, was ich so in Interviews, das war so eine komische Phase, habe ich voll viele Interviews gegeben, warum auch immer, voll vieles wurde so missverstanden. Also voll vieles wurde so als arrogant ausgelegt. Zum Beispiel, als ich mein Buch damals geschrieben habe, habe ich immer gesagt so, das ist das Beste, was ich je geschrieben habe. So, und dann war immer so, wie kann man sowas sagen? Bist du nur stolz? Einerseits das und andererseits erwarte ich doch von einem Autor, ja, dass der mir nur irgendwas vorlegt, was er selber geil findet. Vorhin sagst du ja nicht, das ist das beste Buch ever, sondern es ist deins. Genau, dein so, Bestes. Ja, das ist jetzt so das viertbeste, was ich bisher gemacht habe. Ja. Was? Verkaufst doch nicht. Ist auch wirklich so, das ist auch so eine Rapper-Krankheit, ne? Also das Album, das ist jetzt wirklich, also das ist wirklich, also ich hab noch nie was, und im Nachhinein sieht man so, war nicht. Ja, ja. Ne? Also du hast ein gutes Album gehabt, so, oder das zweite war gut, danach kamen fünf, die waren so, ja. Aber das hab ich auf jeden Fall gefeiert. Aber es gab auch mal, meine ich, mich erinnern zu können, dass ich mir irgendwo nicht was Abfälliges gesagt habe, aber eher was Negatives in deine Richtung, nach dem Motto, ja, Felix Lobrecht, der hat nur Frauenfans oder irgendwie sowas, was in die Richtung ging. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich weiß, als dieses Alpha Royal Ding war, als dieser Skandal war mit dem Battle Rap und Kollege, dass du irgendwo saßt und meinst so, ja, der Cynic, der hat doch, der hat so, das war aber so ein, wie so ein Comedy-Bit, du meinst so, der hat das Minimum rausgeholt. Das weißt du das noch?
Ich kann mich an den Joker erinnern, aber ich weiß nicht mehr, was der Rahmen war. Ja. Ey, der, also der hast du auch, wurde auch wiederholt. Ich dachte mir so, der Penner, hör doch mal auf jetzt. Du meinst, er hat ja wirklich. Ja, der hat da schon das Minimum rausgeholt. Im Endeffekt habe ich das Maximum rausgeholt, aber es war so. Aber es sah eine Zeit lang nicht danach aus. Also ich dachte wirklich, oder beziehungsweise, ich war wahrscheinlich jetzt rückblickend zu blöd, das zu checken. Weil ich dachte mir halt so, ey, wenn du jetzt wirklich nur noch darüber redest, dass du da zu Unrecht verloren hast, so dann wirst du, dann bist du einfach dieser verbitterte Typ, ja, der einfach nicht klarkommt über eine Niederlage, so ob die jetzt gerechtfertigt war oder Peng, interessiert ja dann irgendwie in einem Jahr auch niemanden mehr. Ja, safe. Aber es scheint ja wirklich funktioniert zu haben. Also, es hat funktioniert, weil es waren halt wirklich diese zwei extremen Videos und dann, dann habe ich ja dieses Cynic macht Auge-Ding daraus gemacht, Battle Rap Reactions und das hat dann das hat dann gefunzt so. Aber bist du mit Battle Rap so ein bisschen firm? Boah, gar nicht, Dicker. Gar nicht? Also ich meine, wir haben ja auch schon mal privat ein, zwei Mal darüber geredet, so. Ich habe totalen Respekt vor der Leistung, die ihr da erbringt, aber ich finde es auch, also es ist auch wirklich gar nicht meins. Ja. Also ich finde das. Aber was genau ist nicht deins? Zähl mal auf. Also ich kann mir vorstellen, sowieso, du bist ja ein guter Comedian, deswegen der Punchline-Filter ist wahrscheinlich ein Thema. Jokes, wobei ich schon finde, da sind auch manchmal wirklich gute Dinger dabei. Sowieso, so. Ich mag auch Roasts, so Comedy-Roasts, also das ist gar nicht so mein, ich mag auch Battle-Rap eigentlich, also in so Songs, also ich glaube, ich mag wirklich kein A-Cappella-Rap, das finde ich wirklich irgendwie, ehrlich, irgendwie cringe einfach so, ich weiß auch nicht so, dann finde ich, ist es irgendwie so, ich will es nicht wie so ein Hip-Hop-Dulli klingen, irgendwie, der seine Cappy rückwärts auf hat, aber irgendwie, ich finde, das ist halt so voll so ein Studenten- Ding irgendwie. Geworden, so. Ja. Kann sein, dass es so geworden ist. Ja, es war 2000. So dieses Rapper-Mittwoch und so, wo mit Carpi und so, das habe ich halt, das ist halt alles an mir vorbeigegangen. Ich kenne das halt nur, seitdem das irgendwelche Wuschelköpfe machen, so. Irgendwelche so deutsche Wuschelköpfe. Ja. Und das ist ja auch okay. Aber irgendwie, ich finde es einfach, ich finde es nicht so cool, ey, sorry. Ja, also der Coolness-Faktor, der ist auch nicht vorhanden. Ja. So, aber es ist halt, also die Kunstform ist halt krass. Ja, und wie gesagt, ich habe Respekt vor dem Ding so. Ja. Und da sind auch wirklich manchmal gute Sachen dabei. Aber ich guck's mir nicht an so. Ja, aber ich müsste irgendwann, wenn du mal offen dafür bist, würde ich dir mal irgendwie so ein Best-of von Leuten zeigen oder einfach so ein paar Punchlines, wo du auch denkst, okay. Also es gibt ein paar Leute, die sind halt wirklich, weil ich bin ja auch halb Comedian, halb Battle-Rapper so und vom Kopf her ist es auch schwer auseinanderzuhalten. Aber manchmal sind Sachen wirklich, wo du als Comedian denkst, okay, das ist wirklich gut. Ja. Ich weiß, der könnte das niemals auf einer Bühne gut erzählen, dass Leute lachen, aber der Gedanke ist schon wirklich super. Nee, kreativ. Manchmal, ich glaube, ich hatte dir auch mal geschrieben, du hattest irgendwann mal so eine Line über irgendjemanden, so wenn du Möbelstück wärst, wärst du ein Sitzsack. Ja. Sowas kann ich dann schon witzig finden. So. Ja. Aber ja. So mäßig. Du bist im Thema schon. Aber Hip-Hop-Dulli heißt, ist ja weil wegen Breakdance damals und so, ne? Das lässt du dir. Ja, genau. Ich fand halt einfach das ganze Surrounding da hat so auf, also sieht jetzt nicht so krass nach Hip-Hop aus. So, wenn ich das jetzt irgendwie so mit irgendwelchen Jugendclubs in Neukölln oder Kreuzberg, wo wir früher gebreakt haben oder so, vergleiche das einfach so ein bisschen so ganz anders. Aber ich finde das, wenn du das sagst, ich finde das ist für mich immer noch befremdlich. Also ich weiß, dass es alles war. Ich weiß, du warst mit Kennex unterwegs, du hast dies gemacht, Hip-Hop, hast du nicht gesehen. Aber dann habe ich so dieses Bild von dem, von den hier Tunnel und Nasenring und Seiten auf Null im Poetry Slam machen, denke mir so, wann bist du zu den Kenneck-Freunden gegangen und hast gesagt, oh, Mustafa Alias, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt demnächst so. Ich würde jetzt gerne aussehen wie ein Lappen. Genau, ich mache jetzt so bedeutungsschwangere Sachen. Nee, bedeutungsschwanger waren die nie, es war immer lustig. Poetry lustig, Slam? Lustig. Wie lange hast du das gemacht? Boah, ich glaube insgesamt, ich glaube, ich stand so 2008 das erste Mal auf der Bühne und ich glaube 2014 war dann die Quatsch-Talentschmiede, also der Nachwuchswettbewerb vom Quatsch-Comedy-Club und da habe ich mich dann so final dazu entschieden, wirklich nur noch Comedy zu machen und es gab so eine Überlappungsphase von so anderthalb Jahren, würde ich sagen, also fünf bis sechs Jahre, schätze ich mal und also um die erste Frage zu beantworten, warum sah ich so aus, wie ich aussah, Ich bin, glaube ich, relativ früh ausgezogen, so mit 18, 19. Das ist viel zu früh, ey. Und ich hatte damals wirklich die Schnauze voll von so diesem ganzen Neukölln-Film. So von cool sein und krass sein und wer kennt wen. Und es ging mir alles auf den Sack. Aber wo bist du hingezogen? Warst du immer noch in Neukölln? Ich bin dann nach Friedrichshain gezogen, weil ich habe Zivildienst gemacht nach der Schule. Und war bei so einem mobilen Pflegedienst in Friedrichshain und Kreuzberg, aber größtenteils in Friedrichshain. Und ich fand es irgendwie so, da war viel Leben, aber nicht so diese Neukölln-aggressive Grundstimmung. So alles so, wer guckt, warum guckt er, mit wem ist er. Also diese ganzen, das ging mir so auf den Sack irgendwann, ja. Da waren irgendwie alle so,
so, also war so positivere Grundstimmung. Und dann wollte ich irgendwie da hinziehen. Und dann bin ich auch da hingezogen, irgendwann. Und irgendwie habe ich dann einfach so, ich wollte mich optisch auch so abgrenzen von meinem alten Leben. Aber es ist ja eine richtige Entscheidung einfach. Ja, das war wirklich eine Entscheidung, ich ziehe hier weg und ich will auch nicht mehr so aussehen und das bla bla bla. Das ist krass, in dem Alter, das ist krass. Also ich finde den Gedanken generell krass. Ich will nicht mehr so aussehen. Das ist ja so, das heißt, du guckst in den Spiegel und denkst dir so, soll das, Mann? Ja, also wir können jetzt gerne hier und hier und hier mal Bilder einblenden, so wie ich mit 18, 17, 18, 19 aussah. Ja. Weil wirklich einfach so ein für meine Verhältnisse so ein aufgepumptes Pferd mit Boxerschnitt immer so böse geguckt. So, und irgendwie hat mich das genervt. Also kann man den Glow-Up dann auch nochmal zurückgeben? Ich fand mit 18, 19 sah ich eigentlich ganz cool aus, aber ich hatte wirklich so meinen optischen Tiefpunkt eigentlich in der Zeit, wo die meisten so am hübschesten sind. Also so zwischen 20 und 23, 24 sah ich halt aus wie so ein, und dann habe ich nämlich Abitur nachgeholt und habe dann studiert und bin nach Marburg gezogen zum Studium und wollte halt aussehen, jetzt sag ich, ich bin jetzt auch so ein Student, so mit langen Haaren, so wie euer Publikum. Aber findest und, du nicht, warte, lass ich kurz ausreden. Und dann habe ich aber gemerkt, für die Leute, da bin ich immer noch ein Assi aus Berlin. So, weil ich immer noch aufgepumpt war, weil ich immer noch rede, wie ich rede. So, also die haben mich da überhaupt nicht als ihresgleichen anerkannt. Und dann dachte ich mir, ja komm, fickt euch. Haare ab, Tunnel raus. Es reicht. So, und jetzt, und so dann so, ich würde sagen, so seit ich 26 bin, kann ich ganz gut irgendwie so mit mir leben. So. Optisch meinst du? Ja, also so, dass ich irgendwie weiß, also ich muss nicht irgendwie mich optisch an irgendwen anpassen und irgendwie sich macht das so. Aber wie du hast mag. Schon manchmal auch wirklich krasse Ausreißer, ne? Inwiefern? Also du sitzt ja hier quasi mit der, wie heißt der nochmal hier, der Kölner, der Assi, der Comedian, der da hier diesen Podolski nachmacht. Achso, Dennis aus Hürth. Ja, genau. In der Cappy. Ja. Ja, guck mal hier meine Haare, Alter. Ja, aber dann kannst du nicht eine normale Farbe einfach. Habe ich geschenkt bekommen. Ja, da muss man die auch tragen. Von Louvre 47, schöne Grüße. Aber Grüße gehen raus, super Rapper. Das Ding ist aber... Wirklich super Rapper. Ich weiß. Louvre sehr, sehr stark. Das war nicht auch Stimme. Krasser Schauspieler, ey. Der hat ja bei Sonne und Beton in meinem Film so Schauspieldebüt gehabt und wirklich crazy gut. Also, abgesehen vom Film, war meine Mama zu Besuch, weil meine Tochter ist 4 geworden, da war meine Mama zu Besuch mit ihrem Mann und wir waren in Schöneberg im Heckmeck, in so einer Kneipe, so eine Fußballkneipe, weil... Wir sind nicht alle Düsseldorfer, wir lieben halt Kneipen. Richtige mit der Vierjährigen? Die war mit dabei, die hat gezapft, genau. Natürlich nicht. Nur wir drei. Und dann kam der Hauptdarsteller rein. Wie heißt der nochmal? Levi. Genau, der kam rein. Und vorher, also so 5 Minuten vorher, meinte meine Mutter so, weil die ist mittlerweile, die kennt das, die meint so, Samuel, auf 1 Uhr versucht jemand gerade heimlich ein Foto von dir zu machen. Ich so, okay, erzähl. Und ich bin so hingegangen, ich meine so, hey, alles klar. Die meinen so, hey, Cynic, alles klar. Meinst so, ihr macht dir aber keine Bilder, ne? Weil ich mit meiner Mama hier und so. Meinte, nee, wir haben nur, ich hab dir nur gezeigt. Und so. Und dann kam der Levi so 5 Minuten später rein, meinte, hey, und der ist ja so ein Zuckerjunge, ne? Ja, also der ist ja, wenn der strahlt, ist so, also der ist so ein richtig, es gibt so, ich kenne ihn nicht gut genug, aber es gibt so drei Typen oder Männer, die ich kenne, denen ich schon mal gesagt habe, ihr seid so nice Typen. Wenn meine Tochter irgendwann mal mit so jemandem nach Hause kommt, bin ich so. Und ich glaube, der ist, ich weiß, entweder ist der wirklich gut am Faken oder ist wirklich ein Zuckerjunge. Nee, der ist wirklich also sehr lieb. Genau, und der kam da rein mit seinen roten Pausbäckchen und der war so, hey, ich war auch so, hey. Haben wir uns so am Abend und gegrüßt, was machst du denn hier? Und dann meinst du, guck mal. Aber hast du ihn auch direkt erkannt, ja? Ja. Ich kann mir Leute super schlecht merken, aber der ist, also der hat jetzt nichts Besonderes, aber der ist einfach so, der ist so, der hat so dieses Butterface und diese roten Backen. Ja. Und ich dachte mir, und wenn er mich anlächelt, denke ich mir so, okay, das wird er wohl schon sein. Ja. So. Und dann habe ich ihm auch gesagt, meinst du, guck mal, deine Kollegen kann sein, dass sie hier so, meinte, nee, wirklich, nee. Und der ist halt, ist einfach ein guter. Ja. Ne? Und der war ja auch Schauspieldebüt, oder nicht? Ja, fast alle. Also ja, das ist krank. Das war echt crazy. Das war übrigens, du warst ja auch bei unserer, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war gar keine besondere, aber wir waren mit unserer Kinotour im Zoopalast. Ja. Und da habe ich dich ja eingeladen, dann warst du da und bist danach noch geblieben. Mhm. Und warst dann da irgendwie auch so Backstage mit uns oder da unten irgendwo. Ja. Und dann kamen diese Jungs ja, diese ganzen Hauptdarsteller, kamen ja so auf die zu, Cynic. Das war für mich auch voll nice. So, die haben nicht mal irgendwie, also du konntest denen nicht mal sagen, ey, geil gemacht, da wollten die schon Fotos haben. Ja, so. Genau. Naja. Es war auch, ich saß da im Publikum und dann sind die alle auf der Bühne und du bist auch so da, hältst du deine Rede, machst so ein paar nice Jokes. Und ich sehe so, wie 2 von denen einfach so am Hüpfen sind. Die sind und ich bin so, okay, die meinen mich. Und ich dachte mir so, ihr seid die Geilsten. Und die dachten sich so, nee, du bist der Geilste. Und so war das Gespräch auch später. Ja. Dann ist aber eine komische Richtung gelaufen, als die dann auf einmal ein Battle wollten da vor Ort. Ja, das wo ist ich halt, auch froh war, dass es nicht stattgefunden hat. Ja, da werden die immer übermütig. Ja, ja.
Ja, ist immer so. Ja. Die wollten so die Geschichte erzählen, ich habe gegen Cynic gebettelt. Ja, aber ich habe das, solche sagen, den Fehler habe ich einmal gemacht. Mhm. Also wirklich, ich war so, wann war das, 2017 oder so, auf Mallorca und da war so ein Pärchen da und der Typ war Maximum-Fan. Dann habe ich ihm auch, ich mache dann auch Tische sauber und bringe die Cocktails und der kam gar nicht klar. Der meinte so, ey, lass mal battlen. Ich so, guck mal, deine Freundin ist mit dabei und so und ich, ich mag zwar nett wirken, aber wenn ein Battle ist, dann ist auch ein Battle. Meinte so, können wir nicht battlen? Und ich meinte so, guck mal, wir machen das folgendermaßen, du gehst nach Hause und machst dir Gedanken und wenn du morgen mit geschriebenen Sachen kommst oder auswendig gelernten Sachen, dann gehen wir kurz um die Ecke, nicht vor Leuten, dann machen wir das. Mhm. So und dann kam der wirklich am nächsten Tag, meinst du und? Meinte er, ja komm. Dann bin ich mit ihm um die Ecke gegangen, war keine Zeugen, er hatte mir seinen Text vorgerappt, ich habe so ein bisschen gekontert und dann kam die nicht wieder. Dann war das letzte Mal, dass die im Laden waren. Ah, weil ich meinte vorher zu dem, ich sehe deine Freundin. Ja. Ne, und die sah halt wirklich aus wie ein Eisbär. Ne? Und dann, das habe ich dann ein paar Mal verwurstet und dann war dann wirklich. Dann was wie ein Eisbär sah sie aus? Ja, klar. Ja, dick und weiß wie sonst was. Also wirklich. Das ist, das sollte man nicht machen. Ja. Aber das ist auch witzig, weil du musst in dieser Situation, kennst du Michael Che, den Comedian? Michael Che. Michael Che, so ein Schwarzer, der ist ziemlich witzig. Der hat so ein geiles Bit, der meint so, So, wenn man als Schwarzer so, somebody calls you the N-word, you gotta fight him and you gotta win. Ja, unmöglich. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. So, und sonst dann, du musst in der Situation halt auch immer gewinnen. Natürlich, ich habe Druck. Ja. Ja, aber ich habe vorher, ich wäge schon vorher ab, kann jemand was oder nicht. Ja. Die Blöße gebe ich mir auch nicht. Na gut, aber du kannst da jemanden, also ich meine. Man sieht das ich an. Nein, sieht man nicht. Also wenn ich mir teilweise da eure, beim Battle Rap so die Leute angucke, die da so Kings sind, so dann weil die das können, okay, aber also man sieht jetzt nicht, okay, das ist bestimmt ein krasser Rapper. Es gibt so Leute wie LBB zum Beispiel, der sieht aus wie, weiß ich nicht, ein 16-Jähriger, der mit 50 wahrscheinlich immer noch studiert und eine leichte Behinderung hat, aber der ist halt, Entschuldigung, Bombe im Freestyle, aber das konnte, also anhand wie der geredet hat, konnte man schon, also das Risiko war gering. Mhm. Ja, das gebe ich mir dann auch nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall nice. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir vorher waren. Aber ich habe mir unten noch einen schlauen Zettel hingelegt. Mhm. Genau, was ich noch erzählen wollte, ist, genau, dieses Ding, dass Leute einen erkennen und so, das ist ja sowieso so, was mir einfällt, was ich super weird fand, was eigentlich so, das ist so ein Ding, wenn man das erzählt, ist so, okay, aber wenn man ein bisschen Ahnung hat oder dabei war, ist es so cringe lustig. Da warst du mal im Tati und ich war auch im Tati, da war so irgendeine Geburtstagsfeier und Oliver Pollack war auch da. Mhm. Ne? Und dann war einfach die Situation, da kamt ihr so, aber kennst du es, wenn es so nicht Vorlauf ist, sondern so 3 Meter, okay, der kommt auf mich zu, sondern so, man dreht sich um und patsch, da ist jemand. Und das war so und der war so, Oliver. Und du so, Felix. So schlecht. Stark. Ich so schlecht. Beide wissen ganz genau, wer der andere ist. Ja. Und aber man kennt sich nicht gut genug, um zu sagen, sei mal nicht böse, aber will sich jetzt ernster vorstellen, sondern einfach durchgezogen. Ja. Und die Frage ist dann, wer hat dann gewonnen? Der am Anfang arrogant ist oder so tut nach dem Motto, ich bin Oliver, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und du sagst so, Felix, Patsch, du weißt schon, Lobrecht, hier, Arena und so. Ja. Ey, ganz schlimm auf jeden Fall. Ja, aber das ist auch wieder dieses Ding, das habe ich dir bei einem unserer ersten Gespräche, wo wir uns mal so länger unterhalten haben, gesagt, dass du so crazy tief drin bist in deinem komischen Battle-Film, dass du so eine Situation immer so nach Gewinn und Verlieren und so bewertest und dass du generell auf so Sachen achtest, so bei so Leuten, die du teilweise gar nicht so richtig kennst, mit denen du nichts so wirklich zu tun hast, sofort auf deren Fehler guckst und immer voll darauf achtest und so immer darauf achtest, so wie wirkst du gerade, was kann man dir gerade irgendwie komisch und so. Weil das war vielleicht einfach so eine komische soziale Interaktion mit Polak da. Aber da, also wer soll denn da gewonnen haben? Nein, Gewinn? Ich bin auch ziemlich sicher, wenn man zurückspult, wird man sehen, dass ich sage, theoretisch, wenn man jetzt sagen müsste, wer hat denn da gewonnen? Also ich habe jetzt nicht gedacht so, hat der den gefickt? Sondern ich dachte mir so, das ist so awkward. Beide wissen ganz genau, wer der andere ist. Na, dann haben beide verloren. Geben sich, also es gibt da keinen Gewinner. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, der angefangen hat oder der zweite so. Aber das ist eine. Aber ich finde es trotzdem witzig, dass so soziale Interaktionen immer so in so komische Schemata gewinnen, verlieren. Wer steht besser da? Wer steht gerade komisch da? Es ist eine Krankheit, die ich zu Geld machen konnte. Einfach so ein Charakterfehler. Lief ja auch gut, ne? Wie? Lief ja auch gut. Jetzt fängt es gerade an, genau. Naja, das sind jetzt, sei mir nicht böse, aber die 68.000 Steuerschulden, die kriege ich auch mal weg. Die muss aber erstmal ansammeln. Erfolgscoaching mit Samuel, ey. Macht Battle Rap und lebt über eure Verhältnisse. Finanz. Was geht ab, meine Lieben? Diese Folge Gib mal Feuer ist gesponsert von Clark. Clark ist eine Versicherungs-App,
die euch beim Thema Altersvorsorge unter die Arme greifen kann. Beim Thema Altersvorsorge zieht sich bei mir immer alles zusammen, weil ich mir denke, ich bin 40, was hat das mit Alter zu tun? Aber ich weiß, meine Mama geht mir schon seit 10 Jahren damit auf den Sack und Mütter haben eigentlich immer recht. Deswegen, ihr habt ja gerade in der Folge schon gehört, ich bin nicht das größte Finanzgenie, ne? Steuerschulden hast du nicht gesehen, deswegen seid nicht so ein Idiot wie ich. Ihr wollt ja nicht später mal irgendwie so eine minimale Pimmelsrente kassieren. Deswegen lasst euch vom Clark auf jeden Fall helfen, gebt da die Punkte an, die euch wichtig sind und ihr werdet auf jeden Fall Bombe beraten. Das heißt, ergo, ladet euch die Clark-App runter, ladet 3 bestehende Versicherungen hoch und unter dem Code Samuel34, wenn ihr den benutzt, bekommt ihr Gutscheine im Wert von 45 Euro für kranke Firmen, wie zum Beispiel, was dabei, Foodlocker, Ikea, Sixt, also aus allen Spektren. Deswegen nutzt das und weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Aber würde ich nochmal, hätte ich auch noch... Ich hatte mal einen ganzen einen Joke, den ich ganz witzig fand, ja? Wo ich so irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie der ging, aber irgendwie sowas, so, dass Leute mal denken, so, dass ich mich durchs Geld verändert habe, aber es stimmt überhaupt nicht. Ich habe früher auch schon maßlos über meine Verhältnisse gelebt. Aber der ist, den sieht man. Ich hatte auch besser gewordet. Ja, aber zum Thema, dieses ab und zu mal so modische Ausreißer, weil ich weiß noch, da haben wir dich einmal im Bricks gebucht. Und da warst du auch schon relativ famous. Boah, zu dem Abend hatte ich auch noch eine witzige Geschichte. Ja, da warst du auch schon relativ famous. Mal sehen, wie nett du jetzt zu mir bist, weil danach erzähle ich. Ey, super geil, hab ich voll Bock drauf. Ja. Ich liebe ja sowas. Thema Gewinnen und Verlieren. Ja. Auf jeden Fall waren wir dann Backstage und es war ein krankes Line-Up. Das war Tutti Tran, also von den Namen her. Tutti Tran, Hani Siam, Salim, du und ich. Mhm. Im Bricks, White Chocolate, kranke Party und so. Und dann kamst du nach hinten einfach mit einem Nietenrucksack. Nein. Ich habe keinen Nietenrucksack. Den hast du vielleicht nicht mehr. Nein, ich hatte noch nie einen. Ich hatte noch nie einen. Ich denke mir das nicht aus. Ja, anscheinend schon. Nein. Ich hatte noch nie in meinem Leben. Du bist mit einem goldenen Rucksack da reingekommen. Das ist. Mit so Pins drauf. Das ist zu 100%. Oh mein Gott, ey. Jetzt wird hier meine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Ja, weißt du, was es ist? Als ob ich mir das einbilde. Weißt du, was es ist? Was du meinst? Das war ein Turnbeutel. Das war ein Gucci-Turnbeutel. Aha. Und der ist weder Gold, noch sind da Nieten drauf. Okay, und was war das dann? Was habe ich dann da gesehen? Ein Gucci-Turmbeutel. Soll ich den dir zeigen? Warte. Habe ich den irgendwo, Alter? Du kamst da immer, Alter. Du willst mich verarschen. Ich weiß, so Hunde, ich dachte mir noch so, was kommt der in? Ist das sein Ernst oder was? Was ist der? Der sieht aus wie so ein, als wenn bei Super Mario Kart du den nicht von hinten mit Bananen abwerfen kannst. Hat er einfach so einen Panzer. Also wirklich so einen Panzer. So einen ganz geschmacklosen, farblich. Safety first, ganz Alter. Schlimm. Warte mal. Ganz schlimm Panzerrucksack auf. Ja, das war so auf jeden Fall so meine Neureich-Phase. Kurz aber mal allen zeigen, okay, ich verdiene jetzt übrigens. Naja. Warte mal. Das war wirklich. Der Salim ist damals schon rumgelaufen wie ein Penner. Ich war noch nicht, da habe ich meine Ex-Frau noch nicht gekannt. Da hatte ich noch zu kurze Pullover und zu enge Hosen dann auch. Noch so einen dünnen Bart auf jeden Fall. Nee, der hatte also, schon. Sorry, Leute, dass es hier gerade jetzt, dass ich jetzt hier gerade am Handy bin, aber ich will jetzt, ich muss jetzt dem Samuel zeigen. Es war kein Turm. Welche Farbe soll der gehabt haben, aber? Na, hier diese Gucci-Farben. Hier diese, weiß nicht, wie nennt man dieses Beige halt? Nein. Diese Beige mit Color, wie heißt das hier? Mono. Das war ein ganz massiver Nietenrucksack. Mann, Dicker, ich hab überhaupt keinen Nietenrucksack. Nicht mehr. Nein, ich hatte noch nie einen Nietenrucksack. Das ist genauso wie deine Erinnerung mit dem Kombi. Das ist alles Quatsch, was du da erzählst. Ja, okay. Das ist, ja, das kann ich. Ja, Gott und zugenäht. Nein, aber das ist wirklich auch. Ja, komisch, dass er es nicht findet. Nee, ich finde aber auch keins mit. Aber ich kann mich sogar noch an den Auftritt erinnern. Guck mal hier, witzig. Ich habe sogar noch ein Bild von dem Auftritt bei Instagram. Ach, krass. Hier. Ja, aber, und da, an dem Abend, da bist du noch im Backstage gekommen, das war richtig geil, da meinst du so, hat schon mir jemand was darüber gesagt, dass einfach eine Black-Music-Party auf der Mohrenstraße stattfindet? Genau, das war nice. Das war nämlich mein Joke, das war nice, mein Opener war. Ja. Bimbo-Gasse. Bei der Sklavengasse geradeaus und dann links in die Bimbo-Gasse. Das war wirklich gut. Ja, okay, finde ich jetzt nicht. Aber egal, jedenfalls, da weiß ich noch, da hast du moderiert. Ja. Und da habe ich übrigens auch Gian kennengelernt, war? Der hing da irgendwie mit drin, oder? Ja. Der Manager. Mhm. Ja, schöne Grüße. Nee, aber da hast du moderiert und ich glaube, du warst nicht zufrieden mit deinem Opening oder mit deiner Moderation oder du hast vielleicht auch ein Set gespielt zwischendurch. Mhm. Und dann war ich drauf und ich hatte, glaube ich, einen sehr guten Auftritt und ich glaube, es waren auch sehr viele Leute wegen mir da schon. Da war schon so Hype auf jeden Fall. Und es hat so ein kleiner Raum, so alle am Sauf-Party-Stimmung, war Killing. Und dann bin ich so runter. Und dann hast du, glaube ich, so,
in dich reingebaut, so wie so reingebaut. Ja, wenn man das so macht, dann läuft es dann halt auch so. Dann ist es auch, also mit dir selber geredet so. Ja, das bin ich zu 100%. So, ja, das sind halt die Unterschiede. So. Der macht es so und es ist so. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ja, aber das bin ich auch, ja. Ah, echt, ja. Aber nicht, Also fand ich voll selbst, also das muss man übrigens sagen, Samuel ist ein sehr unangenehmer Typ, so, aber er ist übertrieben, er nimmt Kritik, also man kann ihm wirklich gut so Kritik sagen, so, er nimmt die auch an oder hört sich das zumindest an, ohne so bockig zu werden und so, also man kann... Aber nur, das sagst du jetzt und voll viele Leute, die das jetzt sehen, denken sich so... Was, der ist der kritikunfähigste Mensch? Die Leute verstehen aber nicht, dass ich mir nur von Leuten was sagen lasse, die selber was können. Mhm. Da mache ich den Cut. Na okay. Mir darf nicht jeder was sagen. Na, aber jetzt auch so, ich weiß gar nicht, so über Comedy-Skills haben wir noch gar nicht so viel geredet, aber einfach so zum Beispiel wie dieses Ding, dass ich das komisch finde, dass du so alle auf ihre Fehler scannst und sowas, habe ich dir, also sowas hörst du dir an einem Gespräch an und bist dann auch so, ja, stimmt. Oder, also voll, also ich weiß ja auch. Ja, ja. Ich weiß ja auch. Und ich weiß auch noch, wie wir da waren wir auch mal so vom halben Jahr unterwegs und dann, meinst, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber irgendwie sind wir aus einer Bar raus, weitergelaufen und du meinst so, ey, der Samuel ist auch ein Sympath. Da ist auch ein Satz, der nicht so aufgefallen ist, ne? Irgendwie, weißt du das noch? Ja, ja. Da meinst du so, Samuel Sibiski ist auch ein sympathischer. Das ist aber ein Satz, den hast du auch nicht aufgehört. Ja, habe ich auch nicht. Ja, ja. Aber du musst halt, wenn man, fahr deine Schiene, zieh deinen Film so durch und sei dir aber bewusst. Was ich mich halt frage, warst du vor Battle Rap so oder bist du durch Battle Rap so geworden? Also warst du vor Battle Rap so und deshalb war das genau das Richtige für dich? Oder ist Battle Rap, hat dich dazu gemacht? Nein, ich bin, du bist einfach ein Arschloch. Wenn ich jetzt die Bewertung von meiner Grundschullehrerin raushole, sind alle so, okay, ja, ja. Macht ja Sinn. Macht Sinn. Ja, macht Sinn. Also, was war da nochmal drin? Samuel beleidigte seine Mitschülerin Sandra als fette Hurenkuh. Nein, nein, damals gab es noch keine Hurenkuh. Aber im Sinne von, Samuel ist den anderen Schülern überlegen, aber er sollte es ihnen nicht sagen. Ah, stark. Aber was willst du machen? Und deswegen, ich habe so ein Glück, dass es einfach Battle Rap gibt. Mhm. Also, dass ich für meine charakterlichen Fehler noch gefeiert und bejubelt und bezahlt werde. Mhm. Das ist so schön. Mhm. Aber natürlich auch nicht so einfach gewesen, dann den Style in Comedy zu übertragen, weil das schon irgendwo deckungsgleich von der Art her, vom Humor her. Aber es ist natürlich viel mehr Risiko. Was findest du schwerer, Comedy oder Battle Rap? Natürlich Comedy. Ist schwerer, oder? Ja, viel schwerer. Mhm. Mann, Dicker, du hast, also... Was ich am Battle Rap wirklich komisch finde, ist halt, dass es so geisteskrank ineffizient ist, wie diese Leute arbeiten. Weil ihr habt so wie viel, na, ihr investiert so was viel, die rausholen, meinst du? Ja, genau. Ja. So viel Zeit, dann kommt am Ende 15, 20 Minuten Material im weitesten Sinne raus für genau einmal. Genau. Und es ist so, also ich aber war das macht so geil. Ich war neulich, das macht so schwierig. Ja, ich war neulich in so einem Späti und ich habe Tabak gekauft, okay, und dann bezahle ich das und dann gibt er mir so einen Bon in die Hand und dann sage ich so, ja, was mache ich mit diesem Bon? Und für genau diese Situation hatte er den Joke parat, ja, aufhören zu rauchen und dich über den Bon freuen. Und ich so, was? Und dann war es im Endeffekt, sollte ich den Bon in so einen Automaten halten und dann kommt da so Tabak raus. Ja. So. Und warum erzähle ich das? Weil so Battle Rap ist quasi, ihr macht so viel Vorbereitung für so eine ultra spezielle Situation und könnt es nie wieder auf irgendwas anwenden. Genau. Und das macht es ja so wertvoll. Das macht es auf eine Art wertvoll, aber es ist halt crazy unökonomisch und ineffizient. Okay, aber du sitzt hier mit Mr. Ökonomie. Ja. Ne? Also der Einzige, der aus diesem, genau das, was du meinst, derselben Meinung bin ich auch. Also ich habe so viel Battle-Rapper versucht zu therapieren. Ich meine so, guck mal, du kannst mehr verlangen. Mit dem, was du da machst, du bist ein großer Name. Die verkaufen Pay-Per-Views, die verkaufen Tickets. Rechne das mal hoch. Und die sind so, okay, du bekommst deine paar tausend Euro, aber ich battle für 600 Euro, weil ich liebe die Kunstform. Ich so, Na, wenn du die Kunstform liebst, dann wirst du teurer, damit mehr Leute Bock haben, das zu machen. Ja, das ist ein bisschen, das ist schwierig. Naja, nee, aber ich denke mir also voll oft, also das verstehe ich voll oft nicht so unter Kollegen und man muss jetzt nicht in der Öffentlichkeit das breitrollen, aber ich finde schon, dass man als Kollegen in der Branche irgendwie auch so über diese Themen reden sollte. Und ich mache das, ich versuche alle zu therapieren und ich habe schon... Ich will jetzt nicht sagen, ich bin allein dafür verantwortlich, aber ich bin allein dafür verantwortlich, dass Battle-Rapper Reactions machen, dass die ihre Gage hochpokern, dass die dreiste Forderungen stellen, das Limit testen. Mhm. So, also ich habe auch da beim Kollegaturnier, der wollte gar keinen bezahlen. Da meinst du so, wir machen das nicht umsonst. Ah, für die ganzen anderen Nasen, die es also umsonst gemacht hätten. Ja. Lass die nur 200 Euro oder 400 Euro oder 500 Euro bekommen haben, aber nur um zu zeigen, das ist, also wie du schon sagst, das ist halt wirklich
ist ein Album. Ja, ja. Macht ein Album. Mhm. Also ich habe ein Battle gehabt mit 20 Minuten Netto-Text, das ist ein Album. Mhm. Und ich kann das einmal machen. Ja, ja. Und das Krasse ist aber... Ja, vor allen Dingen, wenn du es dann verkackst, ist halt auch bitter. Das ist schon so oft passiert und deswegen denke ich mir auf einer Comedy-Bühne, mir kann nichts passieren. Mhm. Also ich habe das Schlimmste, was es gibt, habe ich schon durch. Ja, wir hatten ja auch mal das Gespräch über Comedy, da warst du so der festen Überzeugung, dass du noch nie gebombt bist und auch nie bomben wirst. Nee, nie bomben wirst, habe ich nicht gesagt. Nee, genau, du meinst, du bist noch nie gebombt. Bin ich auch noch nicht. Und unter anderem war ich bei einem dabei, nämlich in Köpenick. Nee, da bin ich nicht gebombt, Alter. Leute haben Kicker gespielt und Schnitzel gefressen, während ich gesungen habe. Das ist doch kein Bombing. Ja, na gut, hast du gekillt oder was? Man konnte nicht killen. Naja, das ist ein Bombing. Ja, okay, da hab ich gut. Gesagt, du weißt, verstehst nicht genau, was ein Bombing ist. Ein Bombing ist einfach... Du willst einfach nur das Bombing so hochschrauben, dass ich dann sagen muss, ja, okay, dann bin ich schon mal gebombt. Ja, aber Dicker, wenn du dich selber als guter Comedian siehst und dann kriegst du da irgendwie so ein paar... dann ist es ein Bombing, Alter. Kann man doch aber gar nicht. Man kann doch gar nicht. Wer hätte da hätte jetzt ein Clown hätte Lacher bekommen. Nee, ist kein, ja richtig. Ich wollte dir ja damit gerade sagen, also es gibt garantiert Comedians, die da gekillt hätten. Ja, safe. So irgendwie von, so ein... Quatsch Comedy Club, irgendwelche alten. Ja, ja, ja. So, ja wie heißt der? Emmy und Havelnowski, Alter. Ich weiß es nicht. Dass die mal da die Transen-Jokes machen, Zitat. Wie heißen die? Emmy und Havelnowski. Weißt du, gute Comedy-Shows hören immer mit Musik auf. Kenn ich nicht. Und dann brauchst du Emmy und Havelnowski, ja. Ey. Ist doch egal. Schöne Grüße. mein Punkt ist ja, du hast mir mal gesagt, du bist noch nie gebombt. Ich sag, safe ist schon mal gebombt. Nein, ich bin noch nie gebombt. Nein. Und das liegt daran, weil du glaubst, so ein Bombing ist, wenn es 10 Minuten totenstill ist. Ja. Aber auch wenn du ein Comedian bist, der sich selber für einen guten Comedian hält, und da ist 10 Minuten einfach nur so minimal mal so ein kleiner Lacher, das ist auch ein Bombing. Aber selbst, okay, aber das ist noch nicht passiert unter normalen Umständen. Also bei so einer Firmenfeier oder wenn du nichts machen kannst, okay, dann ist es schon mal passiert. Digga, ich hab das doch schon, ich war doch dabei. Ich hab schon Auftritte von dir gesehen bei Open Mics, was völlig okay ist, wo ich sagen würde, wo ich in dieser Situation später für mich resümiert hätte. Der Lobach hat eine ganz hohe Messlatte. Das war ein Bombing. Ja. Ja, Digga, ich bin schon tausende Male gebombt. Ich würde es niemals abstreiten. Ja. Ich werd nächste Woche bomben. Ich wollte nächste Woche wieder auf Mics gehen. Ich stand, glaube ich, seit Ende September nicht mehr richtig auf einer Comedy-Bühne. Ja. Ich hab kein Material mehr. Ich werde safe und hart bomben. Ich würde sagen, du kannst gar nicht bomben. Doch. Nein. Ich bin schon als ich gebombt auch. Also ich bin als kurz vor Arena bist du schon gebombt? Ich bin auch während Arena gebombt. Also nicht auf der Arena-Bühne, sondern wenn ich zwischen... Was hast du da gemacht? Da hast du gerifft? Ja, genau. So Mikes. Ja, na genau. Ja, klar. Aber darum geht's ja. Ja, aber... Also so also hart. Nicht bei meiner großen Show, sondern in diesem Arena-Zeitraum war ich mal bei einem Mike. Aber in der Schweiz. Aber du riffst auch hardcore, ne? Also du es ist wirklich, du gehst wirklich roh auf die Bühne. Sehr roh, ja. Ja. Es ist manchmal nicht mal eine Idee. Aber ist das? Also so ein ganz loser Gedanke, den ich noch nicht mal so richtig formuliert habe. Ja. Ja, aber das würde ich dann zum Beispiel, für mich war das dann auch kein Bombing. Ja, aber warum nicht? Weil das ist doch nichts Geschriebenes, wo du denkst, das ist lustig, naja, und dann ist es nicht lustig. Der Bombing ist, wenn du einfach eine scheiß Zeit auf der Bühne hast. Das ist ein Bombing. Okay, dann bin ich wirklich schon mal gebombt. Ja. wo waren wir stehen geblieben? Wir haben uns mal in... Israel, Spaß. In genau. Genau, also. Wir haben uns mal... An so ein Thema hast du dich noch nicht verbrannt, zum Glück, wa? Nein, weil ich keine Ahnung habe. Ja, ja. Ich hab gerade, das ist ja das Problem, weswegen sich die meisten verbrennen. Ja, aber ich habe... Weil sie keine Ahnung haben, aber dann... Aber doch. Ich weiß nicht, was in der Welt passiert auch. Ja, ja. Also ich habe mich mal reingefuchst, weil ich habe halt eine jüdische Freundin und ich habe auch ich kenne ein Mädel, was aus Palästina kommt und dann haben die beide so und denke ich mir so, okay. Ich wollte jetzt auch nicht wirklich darüber reden, ich fand es nur gerade... Nee, aber können wir ruhig machen. Also ja. Das, was die Juden... Das, was die Juden da... Ja. Nein, aber Cottbusser Tor, da haben wir uns mal getroffen, sind so ein bisschen rumgezogen und da haben wir so dieses Ding gemacht, da wurde ich mal so erkannt von jemandem und du ausnahmsweise mal nicht. Mhm. Und du hast dann so ein Foto gemacht, dann sind wir weitergelaufen, da hat dich jemand erkannt, ich habe ein Foto gemacht, dann meinst du, komm, dann machen wir jetzt halt dieses Spiel, ne? Hier steht es 1-1. Du hast es stand relativ schnell, ja natürlich habe ich es gesagt, stand relativ schnell 4-1 für dich und dann sind wir so, die Skala ist da lang gelaufen, du meinst so, lass doch mal die Straßenseite wechseln. Naja. Und dann laufen wir da so lang. Da kam erstmal so ein 1,90 Meter Avatar. Weißt du noch, so ein Avatar-Mädchen. So ein blondes Mädel, war. Ja. Ganz krank. Und dann dachte ich mir noch, okay, bin ich lustig. Ich meine so, zu dem Mädel, kannst du vielleicht ein bisschen in die Knie gehen, dass das irgendwie auf Augenhöhe ist? Den Joke habe ich auch noch nie gehört. Genau. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, der ist auch nicht gezündet. Dann sind wir weitergelaufen und da meinst du einfach so, guck mal hier.
Und dann hat er, dann ist einfach auf einer Häuserwand. Also ich weiß, wenn ich schätzen müsste, wären es so. Ja, so 30 mal 30 schon. War es quadratisch? Es war so riesengroß. Einfach ein riesen Bild. Nur, warst du und Tommy oder nur du? Nee, das war gemischtes Hack. Das waren wir beide, ja. Ja, du und Tommy, einfach gemischtes Hack, Spotify, hast du nicht gesehen? Ich so, ja, okay, dann 16:1 und dann sind wir weitergezogen. Ja. Aber dieses, ich finde das Der Abend ist übrigens geendet vorm Späti und wir haben uns ich weiß gar nicht mehr warum, wir haben uns eine Flasche Champagner genau beim warum. Späti geholt. Ich weiß genau warum. Sag mal warum. Wir waren erstmal so in zwei, drei Bars, dann sind wir so am Späti vorbei, sind da rein, um auf Klo zu gehen und da stand da einfach eine Moe und ich meine so, eigentlich musst du uns die jetzt holen. Und du meinst so, eigentlich muss ich das wirklich. Nee. Und dann hast du wirklich einfach eine Flasche Moe geholt und da haben wir noch dieses geile Foto gemacht, was eigentlich theoretisch ein Albumcover ist. Ja, das blenden wir hier ein. Auf dem Stromkasten einfach so eine Moe-Flasche und so zwei Pappbecher dazu. Das war ein richtig schöner Abend. Deswegen, ich habe mich auch also nicht nur gefreut, weil du halt du bist und bei mir zu Gast bist, sondern weil wir uns auch länger nicht gesehen haben, weil wir auch coole Abende hatten. Und aber trotzdem. Ja, wir haben uns zuletzt wirklich immer verpasst, war. Ja. Naja. Oder aber ich habe auch wirklich crazy schlechte Freundschaftspflege betrieben in den letzten Monaten, weil ich so viel zu tun hatte irgendwie. Ja, aber ich kann das nicht beurteilen, weil ich will jetzt nicht sagen, wir sind beste Freunde. Ich will nicht wissen, wie es deinen besten Freunden geht, ob die jetzt. Ja, noch deutlich schlechter. Ja. Weil die das dann richtig ernst nehmen auch, also richtig persönlich nehmen. Nee, die kennen das ja schon, aber ich merke das halt einfach so, weil die hängen natürlich halt, also man hat ja so verschiedene Freundeskreise und so, die hängen halt trotzdem weiter so ab. Ja. Und ich bin halt irgendwie gar nicht mehr up to date so. Also ich bin nicht raus so, aber wenn man sich da mal irgendwann mal wieder sieht, dann merkt man, es ist halt voll viel passiert, wo ich alles nicht dabei war. So ja. Aber sind das Kindheitsfreunde oder sind das so Leute, die haben die dich vorher zur Tunnelphase breakend das alles mitgemacht oder sind die so, keine Ahnung, seit Kennig oder was dabei? Nee, ich habe die allermeisten Freunde, also ich habe noch zwei Freunde wirklich aus der Kindheit so. Ein Kumpel von mir, der hat bei mir in der Siedlung gewohnt, den kenne ich, seit ich so 4 bin. Dann ein paar Freunde noch so aus der Neukölln-Oberschulzeit. Und danach war ich nochmal auf so einem Oberstufenzentrum, so mit 16. 2007 war das. Und von da sind eigentlich die meisten noch. Und aber was würdest du sagen, wie viele gute Freunde hast du? Weil ich finde, Freund, mit dem Wort wird so loose umgegangen. Ja, ich hasse das. Ich hasse das. Ich bin mit dem befreundet. Du bist mit niemandem befreundet, wo du nicht mal weißt, wie die Eltern heißen. So, also du. Ja, wobei, also ich finde, befreundet sein und das ist ein Freund, ist irgendwie nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Also man ist auch mit seinem Kumpel befreundet. Weißt du, ja, ich meine? Ja, safe. So. Aber deswegen meine ich ja. Ja. Wie viel Freund, also. Ja. Vielleicht so 4, 5, wo ich wirklich sagen, würde, so, da der könnte mich zu jeder Uhrzeit anrufen und ich würde springen und umgekehrt. Vielleicht so 4, 5. Also ja. Bei mir ist auch so, ich habe, ich würde sagen, so 2 Düsseldorfer Freunde, 2 Münchner Freunde und so Berliner Freunde. Aber die Berliner Freunde sind, man kennt sich seit 7, 8 Jahren, seit ich hier bin. Ich bin seit 10 Jahren hier, seit 7, 8 Jahren kennt man sich. Aber das ist, aber in Berlin ist das irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. Also, Mann, ich bin seit 10 Jahren hier und wenn ich hier meinen Freunden erzähle, Mann, geil, Alter, heute ist Real gegen Inter, Champions League Halbfinale, sagen die so, wie? Was ist das, schon wieder Weltmeisterschaft? Oder ist. Ja, ich so, hä? Also meine Freunde, okay. Mit denen teile ich ja auch meine Hobbys. Ja. So, also hier, also für mich ist hier so Mortis, Marvin Game, Morlock Dilemma. Das sind so meine Berliner Freunde, meine Künstler-Homies und ich bin, also ich habe so diese 2 Dinger. In Düsseldorf macht niemand auch nur ansatzweise was Kreatives. Mhm. Ne? Alle sind wirklich im Büro, haben Ende des Monats ihr Geld und hier hat noch nie jemand einen Arbeitgeber gehabt. Mhm. Länger als ein halbes Jahr. Und die kommen aber alle klar und ich habe ja meinen 40. gefeiert und dann kommen die Leute zueinander und du denkst dir so, aber egal, wie stolz man so auf Erreichtes ist, auf irgendwelche, weiß ich nicht, auf irgendwas, worauf man stolz ist, aber was mich am meisten mit Stolz erfüllt, sind so diese Geburtstage oder diese runden Geburtstage, wo so, da bist du der Nukleus und deine Leute kommen von überall her zusammen und die kommen klar miteinander. Mhm. Und das ist so, oh mein Gott, wie schön ist das bitte? Naja, ich glaube, da hast du sogar so einen Post gemacht, wa? Weil du so gerührt warst. An meinem Geburtstag? Ja, also nach deinem Geburtstag, nach der Party. Das kann sein, ja, ich bin auf jeden Fall so ein Emotionsvogel auch. Vergangenheitsmensch und Emotionsvogel. Aber du postest auch oft so alte
diese alten Breaker-Fotos, deswegen dachte ich mir, du bist vielleicht auch so ein Vergangenheitsmensch, weil, oder schicken dir Leute einfach das zu? Manchmal schicken mir so Leute aus meinem alten Leben einfach so, ne, ich habe mir einfach jemand so ein Bild geschickt, so ein uraltes Bild, wo ich so einen Airfreeze mache und noch jemand anderes irgendeinen Breakdance-Move macht. Und dann war so ein Mädel und die hat mir geschrieben, guck mal, das hängt an meinem, hängt seit Jahren an meinem Kühlschrank, weil der andere da ist mein Mann. Okay. Und also richtig random. Ist erwachsen jetzt. Ja, genau, ist ja, total erwachsen. Und also Leute schicken mir sowas dann. Oder so alte Klassenfotos oder sowas, irgendwelche. Also bei sowas bin ich sofort so, wait a minute. Okay, gut. Schick mir alles, was du hast. Und letztens habe ich so von 2002 haben wir Abschlusstour mit Fußball auf Mallorca gehabt. Ja. Da habe ich Bilder bekommen, wo ich 21 war. Und ich dachte mir so, ach, oh mein. Also ich bin dann richtig so. Hast du auch gepostet, war ich? Da eins habe ich schon, geschnitten und gepostet, genau. Kollege verfolgt auf jeden Fall, das ist doch schön. Ja, also wie gesagt, dieses alte Fotos angucken, alte Filme angucken. Aber lass uns übers Jetzt und Hier reden, Felix, bei diesem professionellen Interview-Podcast. Warte ganz kurz. Ich wollte unter deinen emotionalen Geburtstagspost übrigens gay kommentieren, aber dann dachte ich mir, ja komm, lassen wir. Aber du hast mir bei der Privatnachricht was Lustiges geschrieben, ja. Was ich allerdings nicht wiederholen kann, weil weißt du noch, als ich dir mal geschrieben habe, die Töchter von dem Mann meiner Mutter sind halt Hardcore-Fans. Mhm. Und denen hast du mal Karten für Köln klar gemacht. Und eine davon war und deswegen konnte ich das nicht weiterleiten. Mhm. Aber an der Stelle auf jeden Fall Grüße an Helen und Moira. Wenn die Helen das jetzt, also Moira. Die, ohne Spaß, die, also ich glaube, die eine von denen ist jetzt gerade in Irland, die andere macht da irgendwie, ist da irgendwie beim Rettungsdienst. Die werden auch, wenn die das hier sehen, die werden gar nicht mehr klarkommen. Bombe. Ich liebe Helen und Moira. Gott. Ich freue mich für die mit. Eigentlich gönne ich gönne anderen Leuten eigentlich nichts, aber ich mag die so sehr, das gönne ich denen schon. Am 1. Mai 2022, ja, haben wir uns beim Maifest gesehen. Mhm. Da bin ich da vorbeigelaufen, da warst du mit Phyllis, Keenan und so und meinst so, hey, Battle Rap, bist du nicht der Battle Rapper? Dann bin ich bei dir hängen geblieben. Mhm. Und weißt du, was krass ist? Also zwei Sachen. Da hattest du so unrepräsentative Gesellschaft. Also nichts gegen die Leute, aber das war wirklich doch, so. Doch, klar, was gegen die Leute. Naja, weil ich weiß nicht, wie gut du mit denen bist. Ob die das ja, du hast ja eh schon gesagt. Nee, lass mich doch bitte ausreden. Formulieren. Mhm. Guck mal, die sahen einfach nicht so aus wie die Leute, die ich in deinem Schlepptau erwartet hätte zu diesem Anlass. Mal so. Und du anscheinend auch nicht, weil du hast uns eine von denen einfach so angeklebt und warst einfach so 20 Minuten weg. Ja. Und dann stand ich da einfach mit Ali und Keenan und Phyllis und dieser Frau, die so rotzevoll war, die keiner von uns kannte und du warst nicht da. Richtig. Ja. Und hier folgt die Erklärung. Ich möchte sagen, na, Freundin. Ja, so eine alte Freundin von meiner Ex-Frau gewesen, die, wie du schon gesagt hast, leicht einen über den Durst getrunken hat. Ich war mit dem Justus da, mit Gospel, dem Battle-Rapper, mit meiner quasi Schwester, mit der Kerstin, Kindergartenfreundin aus Berlin. Und da war dieses Mädchen dabei, wir nennen ihren Namen aus offensichtlichen Gründen jetzt nicht. Nee. Und die war gut drüber, lass ich es so stehen. Und ich fand auch schön, wie du dann immer so, also sie stand hier, du standst da und wenn du mit mir reden wolltest, bist du so hinter ihrem Rücken so einen Bogen gelaufen. Nee. So. Samuel, wir würden dann gleich noch dahin gehen. Kommst du dann, gib mal deine Nummer. Dann habe ich dir so geschrieben, dann meinst du so, wo seid ihr denn? Dann meinst du so, kommst du alleine? Oder? Das war wirklich unangenehm auf jeden Fall. Ja. Aber 1. Mai, und da meinst du zu mir so, komm doch mal zur Show. Ich bin doch jetzt bald in der Arena. Meinst du, sei mir nicht böse, auch vor 16.000 Comedy gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil wird. Und dann ist mir eingefallen, meine Ex-Frau ist ja, also feiert dich hart. Und dann habe ich dir das halt geschenkt, einen Babysitter besorgt und dieser Abend. Und die wusste, bis wir vor der Arena waren, nicht, was passiert. Mhm. Und dann sieht die das, immer so Seiteneingang. Und dann ist so, oh nee, oder Felix Lobrecht live, ist so, ja, Mann. Und die hat auch, also, es ist ein zweischneidiges Schwert. Du kennst es vielleicht selber. Du hast deine Frau, du liebst sie über alles und du bist selber Comedian. Mhm. Und wenn die über deine Sachen lacht, das ist schon voll schön. Mhm. So, meine Ex-Frau hat meine Comedy gehasst. Mhm. Gehasst, die hat Leuten abgeraten, die kam einmal, Leuten abgeraten, dahin zu gehen, ihren Freunden, weil ihr das zu böse war. Mhm. Okay, gut. Dann sitze ich da mit der und darf ich habe die noch nie so lachen sehen. Na ja, krass. Okay. So. Darf ich eine Zwischenfrage kurz stellen? Also, aber ich meine, du warst ja mit der verheiratet auch? Oder verlobt? Mhm. So.
Aber ist nicht Humor so eine ultra wichtige Komponente in so einer tiefgreifenden Beziehung? Auf der Bühne, zu Hause. Okay. Also ist, aber ich finde dein Privathumor jetzt nicht so krass anders. Ja. Ich meine, gut, wir haben noch nicht gebumst, so ich weiß nicht. So, das kommt natürlich noch dazu. Muss man schon mal hier. Mal gucken, wie der Abend noch endet. Ja. Aber das Ding ist ja folgendes. Ich gehe auf nicht die Bühne. Nicht so wild, gibt ja kein Bier mehr. Ich gehe auf die Ich gehe auf die Bühne und KZ, Juden, Schwarze sehen so und so aus, Türken, stimmt ja auch. Dicke. So, ja. Meine Frau war einmal da mit ihren halbschwarzen Freundinnen, alle waren so, nope, alles so Erykah Badus, das ist uns zu böse. Mhm. Okay, da gehen wir nicht mehr hin. Mhm. Zu Hause mit den Kindern situativ anderes, da bringe ich dir auch zum Lachen, aber ich sitze dann so und denke mir so, die hat hier den Spaß ihres Lebens. Mhm. Ne? Und das Ding ist aber, was die Sache ja rettet, was heißt rettet, was die Sache ja erträglich macht, ist, ich habe mich selber auch, und ich, also wenn ich Live-Comedy gucke, kennst du selber, du hast so ein Comedy-Nazi-Brain, ja. Man lacht nicht leicht. Aber ich musste wirklich hart lachen, weil es wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Programm war. Und da sind zwei Sachen, sind mir in Erinnerung geblieben, wo ich gerne nochmal eine Frage hätte. Und zwar dieses Ding, also dieses Bit mit dem Kind mit dem Nacken. Ja. Das ist für, also es ist nicht clever genial, aber es ist für mich ein 10 von 10. Das ist ein geniales Bit, weil das ist von vorne bis hinten voll mit geilen Sachen. Rauf, runter, laut, leise, Gedankensprünge. Und dann frage ich mich natürlich, okay, ist jetzt der Urgedanke, wir blenden das Bit übrigens gleich ein, weil die Rechte hole ich mir gleich. Geh mal schlafen jetzt, Papa, Alter. Ab in die Falle, Dickerchen. Muss morgen früh aufstehen. Frühstück macht dich nicht von alleine, Alter! Ist der Urgedanke, du siehst eine Mama mit ihrem Sohn auf dem Pflasterstein und der Kopf wackelt. Und daraus wird dann ein Vierjähriger mit dem Nacken, du baust dieses, ja, wie bitte Burg bauen? Also dieses, das sind ja Gedankensprünge und das sind, also in meinem Kopf ist das, glaube ich, eher zufällig gekommen, dass du aus dem Kind dann dieses das gemacht hast. Mhm. Erzähl mal, wie der Gedankenprozess dazu war. Ja, also erstmal danke und schöne Grüße an deine Ex-Frau. Freut mich, dass ihr es so gefallen hat. Ja. Die hat auch eine Freundin gefunden, wa? Hier von meinem Kumpel Adi. Ja, voll. Ja, so. Gib mal die Nummer und so, ja. Ja, so, egal. Nee, das war wirklich einfach, also das ist auch wirklich ein Bit, was ich sehr, sehr gerne mag, weil das halt also es ist im Wesentlichen genauso entstanden, wie du gesagt hast. Da ist wirklich bei mir unten einfach über das Kopfsteinpflaster so eine Frau mit so einem Kindersitz gefahren und das Kind war einfach, und das hat so viel aufgemacht. Und manchmal hast du ja so dieses Glück als Comedian, dass du irgendwie eine Prämisse findest, die schon witzig ist, ja. Also wo dann, die Prämisse schon ein Joke ist, ja. Und dann einfach jeder, ja, ja, Satz, und dann fällt einem das noch, dann kann man das noch machen. Also es ist einfach so, das ist wirklich so auf den Mics von Show zu Show gewachsen und irgendwann ist es halt völlig eskaliert und dann irgendwann habe ich diesen Jungen halt noch erfunden, so. Aber wie hast du den ich bin Buddelneidig, also ich meine, den gibt's ja. Ja, diesen Charakter hatte ich schon irgendwie, aber so. Aber den da reinzubauen. Ja, das kam dann irgendwie einfach so und dann war das halt so dankbar, weil du dann, irgendwann konntest du den alles sagen. Du kannst alles machen. Also der, ja, ist ja, ja im Special dann ist alles auch, eine Punchline. Im Special ist er ja auch noch mal länger, als er bei ja, in Berlin live war, ja, weil ich das ja noch mal ein Jahr länger gespielt habe. Buddelneiter. Dann kommt noch was und noch was. Das sind einfach die geilsten Jokes, Alter. Ja. Wo du so endlos weitermachen kannst. Das war, und der war auch so krass, weil er halt wirklich bei den Mics auch wirklich immer alles abgerissen hat. Ja. Das hatte ich sowieso dieses Gefühl bei All You Can Eat, hieß mein letztes Programm. Wer es nicht weiß. Da habe ich mich so krass auf die Tour gefreut, weil ich einfach wirklich so jede Woche 4, 5, 6 Mal auf Mics war und einfach das Zeug so bulletproof irgendwann war und ich habe mich so darauf gefreut, es einfach den Fans aber zu zeigen. Aber wie viele Minuten so waren das netto von dir auf der Tour? Ja, ich glaube so 70 oder so? Nee, 80? Als ich angefangen habe, waren es glaube ich so paar 90, dann hatte ich es mal runtergedampft auf paar 80 und am Ende waren es immer so, je nachdem, ob sich Crowdwork-mäßig irgendwas ergeben hat, so irgendwas zwischen 80 und 90. Aber Crowdwork vor fünfstelliger Ich habe das eine Zeit lang tatsächlich gemacht, aber ich habe es dann irgendwann gelassen, weil das nicht gut funktioniert. Nee, das ist auch nicht, also das brauchst du ja auch gar nicht. Nee, aber ich fand es nach der Pause, ich habe ja nach der Pause mal angefangen mit diesem Bit über Gregor, dem Todkranken, den ich dann im, ja, Krankenhaus besucht habe. Und aus der Pause in, ich habe einen Todkranken, so, ich brauchte dann irgendwie so einen smoothen Übergang. Was zum Auflösen. Genau, und da habe ich dann halt immer so ganz so billig Crowdwork so. Ich habe das dann später irgendwie anders gebaut und habe einen besseren Eingang gefunden, dann habe ich es nicht mehr gemacht. Apropos billig Crowdwork, was sagst du zu der Schwemme an, also es ist ja mittlerweile einfach ein ganz legitimes,
auch, weiß nicht, ob es ein cleveres Tool ist, aber doch ein cleveres Tool, ein ganz legitimes Tool, dass alle Comedians jeden Tag oder alle 2-3 Tage Crowdwork posten, 10.000 Views, 50.000 Views, irgendwas geht viral. Ist das Segen oder Fluch oder beides? Ich glaube, ich würde es gar nicht so pauschal sagen. Es ist halt, also ich kann erstmal verstehen, warum man es macht. Weil als Comedian so ist es nicht so leicht, irgendwie auf Social Media safe Content rauszuhauen. Ja. Weil wenn du deine Bits postest, dann kennen alle deine Jokes und dann hast du live keine guten richtig Auftritte mehr. Yep. Wenn du jetzt Videos produzierst, richtig aufwendig, dann ist es crazy viel Arbeit. So was Fabi Rommel oder ja, so, ja, schöne Grüße, so was ja der macht, das ist ja behindert krank viel Arbeit. Krankes Level. So, und dann, was willst du machen? Ja, und dann, Crowdwork ist halt einfach Content, der nichts kostet. Mhm. So, weil das kannst du eh nur in dieser Situation, das ist so wie Battle Rap. Du kannst halt einmal machen, das gibt's in der Situation, ja klar, wenn du irgendwann hast du so deine kleine Trickkiste, da kannst du auf alles ja immer so richtig antworten. Aber so weit wird ja dann oft nicht gedacht. Aber jedenfalls, das kostet dich nichts. Weil du hast jetzt hier gerade einen Zahnarzt, der bla 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 ja, und bla ja bla bla. Kommst du her und dann sagst und du den Joke und dann ja ist es jetzt ein großer Lacher. Und das nimmt nichts vorweg von deinem Material. Also ich kann schon verstehen, warum man das macht. Und Crowdwork kann ja auch wirklich gut sein. So, es gibt ja auch wirklich Leute, die das sehr, sehr gut können. Und dann gucke ich mir das, kann ich das auch witzig finden. Was ich halt nicht so richtig toll finde an diesem Trend, obwohl ich finde, dass er auch schon ein bisschen vorbei ist, ehrlich gesagt. Aber was ich nicht so, nicht so geil daran finde, ist, dass halt so wahllos alles hochgeladen wird. Also alles, wo irgendjemand lacht, ist dann teilweise nicht mal. Ja, teilweise nicht mal. Das ist krass. Teilweise nicht mal. Das ist halt krass. Also es gibt einfach gar keinen Filter mehr, ja, was man jetzt hochlädt und was ja nicht. Das ist dann wirklich so, wo kommst du her? Mühlheim. Ja, so Mühlheim. Was? Das Logo, da wird das Logo eingeblendet. Ja. Was? Ja. Mühlheim kenne ich. Ist ein LRW, ne? Ja. Holt euch Tickets für die Tour. Ja. Aber wo ist denn jetzt die Qualifikation dafür? Nee. Also ich finde zum Beispiel Und was ich ein bisschen schade finde, glaube ich, ist, dass weißt du bist also schon so ein kleiner Unterbrecher auch, ne? Ja, weil ich ein Arschloch bin. Deswegen verstehen wir uns, weil ich ein Arschloch ja auch bin. Guck mal, also ich will ja jetzt nicht so der Typ sein, ja. Aber ich glaube schon, dass ich einen Beitrag dazu aber geleistet habe. Aber dann willst du der Typ sein. Ja, dass ich einen Beitrag dazu geleistet habe, deutsche Comedy ein bisschen cooler zu machen in der Wahrnehmung, in der breiten Wahrnehmung. Safe. Und wir haben gerade angefangen, so den Leuten so auch Comedy-Sprache beizubringen. Was sind Bits, was ist Material, mhm, Jokes, Barbie, Funks. Ja. So Leute so hören zu, wissen irgendwie, was Stand-up langsam ist. Und gerade haben wir das so geschafft und jetzt crashen alle das wieder ein ja mit diesen scheiß Crowdwork-Videos und dann kommen halt so ein Haufen so Zuschauer, die jetzt denken, das wäre jetzt Comedy. Die dann nicht mehr still in einer Comedy-Show sitzen ja können und einfach zuhören denken, können, weil sie die ganze Zeit warten, so wann werde ich ja gefragt, wo genau ich herkomme. Die denken, das ist interaktiv. Das Ding ist, ich habe letztes Mal, ich weiß nicht, bei welchem Kollegen es war, ich weiß es doch, aber ich will seinen Namen nicht sagen, weil ich den nicht mag. Da hat jemand drunter kommentiert, so, weil der war ein Crowdwork-Reel und Leute meinten so, hä, aber wo ist der Witz? Was vollkommen richtig ist. Und da hat jemand geschrieben, sei mir nicht böse, aber das ist keine Comedy, weil Crowdwork ist. Und das ist halt scheiße. Mhm. Ich sag mal zum Beispiel so ein Ozan Yaran zum Beispiel, der jetzt auch bald zu Gast sein wird, der zum Beispiel, der hat so für mich auch so mit hardest working man in Showbusiness. Der hat die Ochsentouren damals alle gedacht. Der war schon dreimal auf Tour in Buxtehude vor 25, obwohl da 70 reinpassen. Also der hat die schlimmsten Sachen schon alles durch. Hat dann dieses Tool für sich entdeckt, hat gedacht, okay, weißt du was, ich lade jetzt jeden Tag ein Reel hoch mit Crowdwork. Und so macht er jetzt die Hallen voll und die Leute kriegen aber trotzdem ein gutes Programm. Mhm. Ja, ja, voll. Das heißt, der hat die jetzt ja, ja so alle akquiriert ja, ja und verkauft jetzt aus und das ist auch vollkommen gerechtfertigt, weil der ist ein guter Schreiber, das ist ein leichter, guter Humor und da kann man hingehen und da ist das schon wieder in Ordnung. Aber das Problem ist halt, wenn das halt Leute machen, die jetzt nicht so begnadet sind und Crowdwork hochladen und Leute falsch erziehen und denen live dann nicht zeigen, okay, hier ist das Material und hier sind 10 Minuten Crowdwork, wie es normal sein sollte, dass dann einfach Crowdwork-Comedians sind. Das ist halt so. Ja, und was man halt einfach auch sagen muss, so, also ich meine, als Newcomer-Comedian ist es einfach nicht so leicht, bekannt zu werden, okay? Und man muss mit seinem ersten Programm, muss man einfach diesen Spagat schaffen und bekannt werden und Geld verdienen, so. Also, ja ich finde, Newcomer dürfen nicht so sehr auf ihr Material glucken, weißt du, weil diese, die
sie wollen kein Material im Internet haben. Verstehe, ja. So, weil die es alles live haben wollen. So, aber sie wollen trotzdem irgendwie bekannt werden und Shows ausverkaufen. So, aber das, also ich finde, das geht halt nicht alles zusammen, beziehungsweise ein ganz wichtiger Skill als Comedian ist es auch, schnell geiles neues Zeug produzieren zu können. Deshalb hau deine Jokes raus, wenn du bekannt werden willst, und schreib neue Sachen, schreib bessere. Also das gehört einfach dazu so. Also ich finde, als Newcomer-Comedian hast du nicht, also du hast nicht das Recht darauf, Ich bin voll bei dir. 90 Minuten Material zu haben, die noch niemand gesehen hat, und trotzdem, dass deine Show voll ist. Ich bin voll bei dir. Ich bin also da blase ich ins Selberhorn, da bin ich voll bei dir. Das Ding ist, bei mir war es theoretisch auch so, aber durch dieses Battle Rap. Ja, du hattest ja deine Fanbase schon. Genau. Und das habe ich mir nämlich auch gedacht. So, ich habe Sachen auf YouTube, ich habe so 25 Minuten Material auf YouTube und davon spiele ich aber nichts live, also 2 Minuten. Ja. Und weil ich ja selber weiß, wie geil das ist, wenn du zu einer Comedy-Show gehst und einfach nur neue Sachen hörst. Ja, klar. Das ist ja die Scheiße. Ja. Das ist ja das Geile. Aber ich finde auch, das erste Special, das musst du so rauswichsen. Ja, du musst einfach so. Weil das ist ja deine Bewerbung schreiben quasi. Ja, du musst einfach irgendwie die Leute, also das ist so best of all worlds, das geht nicht so. Also es geht ja doch anscheinend. Aber ich finde das irgendwie, es ist ein wichtiger Skill, Material schreiben zu können und auch verlässlich. So jeder Schwanz kriegt 5 gute Minuten irgendwann mal hin, vielleicht. Selbst mit Glück, so, richtiges Publikum, passt. Ja, ja, genau. So, aber so konstant Jokes schreiben zu können, das ist nochmal was anderes. Und dann finde ich das immer so ein bisschen komisch, wenn die Leute so krass auf ihr Material glucken, ja. Aber da sind. Also bei meinem ersten Programm Kennig war so der erste. Also die Premiere quasi damals, die Show hatte nichts mehr mit dem zu tun, also wirklich nichts mehr gemeinsam mit der letzten Show von dem Programm. Weil halt ich über die Zeit halt noch so viel. Wie lange warst du damit unterwegs? Ja, schon so 1,5 Jahre, 2 Jahre. Okay. Na klar, weil unterwegs musst du ja irgendwie bekannt werden, um die Show zu verkaufen. Aber dann gehst du in irgendwelche Shows. Aber du meinst, Sachen wurden besser, dass sich das ganze Material geändert. Doch, ich habe halt voll viel dann immer mal wieder hier bei Nightwash, da in der Show, so wann im Internet. So, ging dann teilweise auch viral, dadurch haben Leute Tickets gekauft, aber dadurch konnte ich es halt nicht mehr in meinem Programm machen, und dadurch habe ich dann neue Jokes wieder mit reingenommen, und so hat sich halt über die Zeit wirklich das komplette Programm ausgetauscht. Ja. Aber würdest du auch sagen, wie es alle Rapper machen, dein letztes, also das, was du zuletzt gemacht hast, das ist doch wirklich deine beste Arbeit, oder? Also Stand jetzt auf jeden Fall, ja. Also bei All You Can Eat fand ich wirklich mit Abstand, mit weitem Abstand am besten bisher, und ich hoffe, dass ich das nochmal schaffe. So, das haben wir ja jetzt, ne? Nicht um uns auf eine Stufe zu stellen, aber ich meine, das haben wir jetzt, das haben wir gemeinsam, die Tour ist vorbei und jetzt wieder bei Null anfangen. Das ist aber tatsächlich sehr witzig, ja. Ich habe ja schon 3 Programme geschrieben. Ja, ich kenne das noch nicht. Ja. Ja, das erste Programm ist auf eine Art auch irgendwie das einfachste, in Anführungszeichen, weil man halt auf jahrelangen Fundus so zurückgreifen kann, so, die du halt immer mal aufgetreten bist. 6 Jahre so. Oder 7 Jahre, ja. Ja, genau. Aber so mal auf Knopfdruck oder so, jetzt mal was zu schreiben. Das sind 9 Monate einfach. Ja, das ist schon crazy. Das sind 9 Monate. Titel steht schon. Willst du sagen? Darfst du sagen? Nein. Ich sag dir auch meinen. Ja? Nee, ich würde dir meinen sagen, ja. Den Titel von deinem, aber der bleibt dann safe so, wird er nicht noch geändert? Also 80, wenn Leute sagen. 80% safe. Okay. Aber sag du zuerst. Also mein neuer. Dass ich mich hier bezirzen lasse. Ich glaube, das liegt am Bier. Übrigens, ist schon wieder leer. Also mein neues Programm heißt. Ja, finde ich gut. Wie heißt deins? Ja. Warum immer Anglizismen? Ja, also 3 von 4 sind jetzt Anglizismen. Ja, hat sich so ergeben. Ich wollte eigentlich. Aber du machst immer so, ganz kurz, jetzt bin ich auch mal ein Unterbrecher. Weil ich bin ja Battle Rapper, und ich. Eine der besten Taktiken, die es ist, ist ja, Sachen vorwegzunehmen. Mhm. Ne? All You Can Eat gehört nicht dazu, Kennig auch nicht, das andere war Hype, ist so ein Ding zum Beispiel, dass du quasi mögliche Kritik von Leuten in den Titel packst, dass dich keiner mehr anficken kann. Mhm. Aber passt ja überhaupt nicht. Also Hype hat gepasst, so, falls jemand sagt, das ist nur Hype, das heißt so, du Spaß. Mhm. Aber ist, Mann, Dicker, du machst ja nicht mal Werbung für irgendwas. Ich finde, klingt einfach geil. Ja? Ich find's geil, ja. Finde ich witzig. Also das ist phonetisch auf jeden Fall nice. Also All You Can Eat fand ich grausam. So, ein wunderschön, meine Lieben. Diese Folge, gib mal Feuer, ist gesponsert von AG1. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel, und ich brauche jetzt keinen auf Experten zu machen. Ihr kennt mich, aber ihr wisst doch, glaube ich, alle, dass Vitamine gut für den Körper sind. Für die Empfindlichen unter euch, kein Gluten, keine Milch, keine Erdnüsse. Ich habe jetzt AG1 seit
4-5 Wochen in meinen Alltag eingebaut. Das heißt, morgens aufstehen, also Künstler morgen 11-12 Uhr, Wasser, ein Scoop rein, shaken, trinken, schmeckt vernünftig, ist Bombe. Was ich euch sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es hilft bei der Konzentrationsfähigkeit. Gerade für mich jetzt wichtig als Comedian, wenn ich mein neues Programm schreibe, was jetzt gerade der Fall ist, oder wenn ich an einem neuen Battle arbeite. Und was fast noch viel wichtiger ist, diese Grundmüdigkeit lässt einfach nach. Also ich kann jetzt meiner Tochter wirklich 2 Seiten aus einem Märchenbuch vorlesen, ohne dabei direkt selber einzuratzen. Deswegen checkt die Seite ab, drinkag1.com/gibmafeuer. Bei Abschluss eines monatlichen Abos gibt's einen Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel Packs gratis im Wert von 41 Euro dazu. Checkt die Seite ab. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Was? Bin ich ehrlich? Das finde ich mit Abstand besser. Ich finde das ever. Einen ganz schlimmen Titel. Wirklich? Ja. Also ich finde die wie nennt man das nochmal? Akronym, diese Buchstaben, All You Can Eat, das fand ich schon nicht so, aber da dachte ich mir so, okay, entweder hast du jetzt wirklich das beste Buffet-Bit aller Zeiten, oder das ist einfach, was ist das denn? Ist der? Ja, aber einfach einen klassisch amerikanischen Titel ohne Doppeldeutigkeit, oder was war der Gedanke dahinter? Ich fand, es klang einfach geil. Ich finde, es klingt auch nach Comedy irgendwie. Das klingt nach einem Programm. Finde ich gar nicht, ey. Es gibt einen Bit, wo das drin vorkommt. Ja. Und am Ende guckst du ja eh, also ich finde so Titel, die so... Wie in China. Das ist wirklich... Und dein letztes Programm ist wirklich gut. Das ist wirklich... Also so Titel, die so Titel, die so irgendwie auf den... Was ist das für eine Scheiße? Ja, ey. Boah. Ich bin gerade wirklich von der Champions League in die Regionalliga. Look where you came, ey. Nee, aber... ich finde so Programme, die so, wo der Titel so den Inhalt vorwegnimmt, finde ich fürchterlich. Ich nehme einfach irgendwas, was cool klingt oder was irgendwie bla. Ja. Vielleicht ändert sich es auch noch, aber ich gucke auch immer bei den Sachen, also dann, ich überlege auch schon so ein bisschen, was könnte, woraus kann man irgendwie merchmäßig was rausholen, was so kann man so du machen. Okay. Wie, also ich probiere irgendwie direkt irgendwie so in einem Plakat zu denken, in einer Farbigkeit. Aber hättest du nicht jetzt eigentlich konträrmäßig nach All You Can Eat nochmal. Was ist jetzt bisher kein Ami, Alter? Kannst du mal Deutsches machen? Ich wollte mein Programm eigentlich immer noch unangenehm nennen. Immer noch unangenehm? Ja, aber Moritz Neumann hat gerade ein neues Programm, was unangenehm heißt. Nee. Theoretisch ist es aber, der Größere kann den Titel nehmen. Ja, der Kleine kommt drüber wieder weiter. Ja, klar, aber also immer noch unangenehm, aber es macht merchmäßig nicht so viel auf. Du willst ja auch. Nee, das ist scheiße. Ja. Für Merch ist scheiße. So, siehst du? Aber dann könntest du, ja, weiß ich auch nicht, das fällt mir kein geiles Beispiel, aber da können wir, wenn du nur nach Merch gehst, dann würden... Nee, nicht nur, aber man denkt das schon mit so, also... Ja, aber was hältst du von so geilen Titeln, die den Namen so schön verwursten? Wie meinst du? Keine Ahnung, sowas wie Basti Fantasti oder irgendwie sowas, wo der Name so eingebaut ist und so ein Wortspiel also ist. Also das neue Programm von Basti Bielendorfer heißt... Ich hoffe, das heißt nicht so. Das heißt Mr. Boom Basti. Ja, okay. Das meine ich, genau. In seiner Welt ein Superheld. Die besten Programme. Mit Untertitel noch? Ja, die besten Programme haben Untertitel. Also die besten Titel haben, sind auf 2 Zeilen. Nochmal zur Erklärung. Ja. Wie diese ganzen scheiß Filme damals. Curly Sue, ein Lockenkopf dreht durch. Nee, so eine Scheiße. Oh, nee. Oh nein, Basti Bumba. Das ist ja wirklich. Nein, Mr. Boombasti. Mr. Boom in Basti. Seiner Welt ein Superheld. Und davon gibt es so viele. Ja. Aber. Am besten richtig geil ist ein Titel erst mit einer Klammer. Weißt du, ich meine? Ich weiß genau, was du meinst, natürlich. So. Ach, scheiße, Mann. Ja, okay, gut. Also, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Mr. Bombasti. Super lieber Typ, auf jeden Fall auch. Hat auch seine Daseinsberechtigung, ist auch riesengroß. Aber das natürlich, Alter, das ist wirklich krass. Davon gibt es auch. Ich glaube, der hat gestern Tempodrom gespielt hier. Ja, ey, deswegen ja. Das Ding ist ja, man erwischt sich immer wieder in diesem Konflikt, wo man sagt, der ist gut, guck mal, was der für Räume spielt. Aber dann sagst du so, der ist voll wack, der spielt Räume nur, weil es so viele Mongos gibt, die da hingehen. So, das ist halt schwierig. Naja. Ne? Wie willst du auf der einen Seite sagen, nee, ich war beim Felix bei 16.000 und das war ein richtig nices Publikum, also so fast schon so ein perfektes Publikum. Klar, auch ein paar, die jetzt nicht so richtige Comedy-Nazis sind, die so ein bisschen wegen Mode und Hype dabei sind, aber es war eine richtig geile Crowd. Und dann hast du natürlich auch 70.000 einäugige Inzestopfer, die dann im Olympiastadion sind und aber auch schön gesagt. Riesenzahlen machen. Ja, ja. So, und wie willst du das jetzt, also anhand von Zahlen kann man es so schwer festmachen. Ja, ja. Ja, und auch nochmal ganz kurz zu diesem Crowdwork-Ding so. Ich meine, das ist ja auch nur erfolgreich, weil anscheinend eine ganze Menge Leute Spaß daran haben. Und dann denke ich mir so, ja, also dann ist doch auch okay, also haben die doch Spaß dran. Also dann, also weißt du, also ich denke mir halt so,
es ist nicht meins und ich denke mir so, ja, finde es auch nicht so geil, aber wenn es den Leuten anscheinend Spaß macht, dann ist doch cool. Und wenn es den Künstlern was bringt, dann ist auch cool. Oh, so. Spaß, das ist so eine, die kann ich gar nicht teilen. Ne? Ja. Dieses, wenn es den Leuten Spaß macht, dann lass sie doch. Ist ja auf eine Art bin so. Ich voll dagegen. Aber ich verstehe das auch und ich bin auch eigentlich, ich hate auch gerne, aber manchmal denke ich mir so, ja. Ey, du kannst auch so gut haten, das wissen die Leute ja gar nicht mehr. Du bist wirklich gut im Haten. Letztes Mal warst du ja sogar so gut, dass ich meinte, ey, kannst du bitte wieder auf die Bühne gehen? Da hast du so bei Instagram so 2-3 Mal hintereinander und irgendwie so, das war wirklich, das war so stark. Ja, so, manchmal geh mal wieder auf die Bühne. Ey. Ja, mir macht so richtig Spaß manchmal. Ja, Haten ist auch so schön. Du brauchst einen Podcast, aber du hast ja jetzt einen. Stimmt, deswegen bin ich ja hier. Genau. Ich wollte gerade sagen, weil du bräuchst eigentlich einen Podcast, wo du das machen kannst, aber du machst ja jetzt gerade. Ich mach's ja in den Videos auch. Also ich bin da deswegen. Wobei ich mich bei den Sachen immer frage, kriegst du eigentlich viel Ärger für von den Leuten, um die es da geht? Oder nehmen die es sportlich? Ich glaube, es gibt 3 Leute. So Animus oder so. Es gibt, zu dem kommt noch was. Also der hat jetzt zum Glück, habe ich gerade gestern oder so gepostet, der hat jetzt zum Glück, hat er mich erwähnt und sehr negativ erwähnt. Okay. Gar nicht schlimm. Aber für mich ein Grund jetzt eine Stunde, richtig Stunde, meine ganzen Notizen ganz, schön. Fass aufzumachen. Was, oh, was hat er so gesagt? Schön. Was hat er gesagt? Der meinte, hier dieser Dude, dieser unwitzige Dude, der zu Videos nicht eingeladen wird, diese Toilettenquelle, diese Chöp-Quelle, das ist gar nicht schlimm. Aber das ist für mich natürlich ein Bomb. Aber auch voll unlustig. Super unlustig. Also super dumm auch, weil jetzt macht die unlustige Quelle erstmal ein richtig schönes Video und die Notizen sind, die sind auch immer, ey, und du siehst an meinem Blick, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Das ist so schön. Und aus der Nummer kommt der auch nicht raus. Aber es wird. Und das hat er nur einem Fehler von seinem Kollegen zu verdanken, weil sein Kollege irgendwas falsch wiedergegeben hat und der das dann im Podcast behauptet. Und ich denke mir so, ja, okay. Ist es noch der Andro? Das ist noch der Andro, ja. Belassen wir es dabei. Aber ich feiere das übelst ab. Ja. Ich finde auch diese Podcasts sind so geil. Bushido, Marvin California, Animus. Und boah, den Bushido, Marvin California habe ich noch nie gehört. Nein, noch gar nicht. Nee. Kann ich nicht. Sollst du mal machen, weil das ist auch Comedy Gold. Warst du eigentlich beim letzten Prozesstag da? Nein. Konnte ich nicht. Du hast es wirklich. Ja, ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Aber ich wäre auch gar nicht reingekommen. Es war so voll. So, aber. Du kennst doch hier den Chöppe, oder? Meinst du nicht? Ja, mit Chöppe bin ich ja so. Ja, deswegen, ja. Wird schon. Theoretisch. Aber. hat es da geklopft, oder? Nee, jetzt sind die Türken oben. Was ist da los? Ausländer raus. Deutschland den Deutschen. Ausländer raus. Sternburg Export. Mhm. Sagt sich schon mal ganz anders mit so einem Bier in der Hand, wa? Ja, voll. Geht aber so viel leichter gleich über die Lippen. Das könnten die auch gut als. Was kannst du im Prozesstag sagen? Also, du bist nicht reingekommen, oder war es damit zu Ende? Nee, ich wäre nicht reingekommen. Ich konnte aber nicht, weil ich meine Tochter hatte. Okay. Und, ist auch gleich wieder wichtiger. Ich wäre aber auch, ja, natürlich, klar. Tochter, Geld. Eigentlich ist auch Geld, aber es ging nicht anders, weil Ex-Frau war arbeiten. Wir haben nämlich vorhin drüber gesprochen, Publikum. Denken dann Crowdwork, pipapo. Jetzt sage ich dir mal eine Story und ich will mal deine Meinung dazu hören. Ich war im Süß war gestern, war ich. Mhm. Komm da an. Diese erstaunlich coole Show, die macht voll Spaß. Ich liebe den Laden. Ja. Süß war gestern. Nee, den Laden mag ich nicht, aber der. Doch. Den Raum hinten. Ja, genau. Ja, der Laden ist eine Katastrophe. Ja, meine ich ja. Ja, ja. Aber, ja, ja. So Hipster Endlevel so. Ja. Kann auch keiner Deutsch. Aber und so, und nicht so, negativ gemeint, sondern alles Touris halt. Ja, so Dreadlock-Leute, so weiße, so an der Bar und so. So, auf jeden Fall war ich dann da und war da hinten im Raum. Habe Leute, da, die auf, so Mädels, die auf dich und stehen. Und ich kam dann. Ey, und ich soll ich was sagen? Es gibt nicht dieses Mädels, die auf mich stehen. Gibt's nicht. Ich bin nicht cool schwarz, aber ich bin cooler als ein Weißer, bin aber auch ein Klugscheißer für einen Schwarzen, kann, wenn nur Weiße da sind, auf einer Party tanzen, glänzen, wenn nur Schwarze Weißen, da sind und Afro-Party ist, habe ich mich in die Ecke zu stellen. Ja. Schwierig. Ja, ja. Deswegen, ich muss immer übers Reden kommen. Und selbst dann wird es auch schwierig. Ja, ja. Ne? Genau, ich war, Süß war gestern, nur mit neuen Sachen. Ich dachte mir, okay, heute testest du. Ich war ready as fuck. Komm dahin, ist da einfach eine Firmenfeier. Die sich Tickets geholt haben für Süß war gestern. Wir haben sogar geschrieben danach, kann das sein? Das kommt mir bekannt vor, die Geschichte. Ja? Ja, erzähl. Ja, da waren, so weiß nicht, 10 bis 15 Leute, das heißt, die Hälfte von der ganzen Crowd war eine Firmenfeier. Wir haben vorher geschrieben. Vorher haben wir so, hast du eine Sprachnachricht geschickt? So, oh, ich bin jetzt. Ich gehe jetzt testen, genau, ich bin voll nervös. Genau. Und ich war voll motiviert. Genau, und danach habe ich dich gefragt, wie war es? Und dann war so, genau. Und dann komme ich dahin, aber das eine habe ich ihr noch nicht erzählt. Genau, dann gehe ich dahin, nur neues Material und denke mir so, okay, das machst du jetzt. War als letzter dran und während der Show.
Hörst du? Tumult. Eine Frau läuft gegen Türrahmen. Rotze voll. Punchlines werden vorweggegriffen. Ich so, ach du liebe Güte, ich kann jetzt hier nicht testen. Ja. Und dann gehe ich, ich muss dazu sagen, an dem Abend war ich auch so der, wie soll man es sagen, der namhafteste, also wer es nicht, wer es jetzt Audio hört, ich mache gerade Gänsefüßchen, der namhafteste Comedian. Und ich dachte mir so, ich muss jetzt auch irgendwo eine Lanze brechen oder irgendwie ein Zeichen setzen. Ja. Bin das Letzte auf die Bühne. Ein Statement gegen rechts. Hab mein Material nach rechts gepackt. Scheiße. Mein Material weggepackt. Ja. Und habe einfach nur die Leute dafür rund gemacht, dass die Comedy-Show kaputt machen. Ja. So, und es war aber wie immer ein schmaler Grat. Es gab auch ein paar Lacher. Ich habe einmal voll in die Scheiße gegriffen, weil da war vorne eine, die ist wirklich, die ist bei jedem Comedian aufgestanden, gegen Türrahmen gelaufen, rotzevoll. Und da meinst du, was ist eigentlich mit der hier unten? Ist, wenn, aber theoretisch, wenn es Firmenfeier ist, Gangbang geht doch, oder? Das merkt ihr doch morgen eh nicht. Mhm. Und die Firmenleute haben nicht gelacht, die anderen ja. Ich dachte mir, okay, wissen die mehr als ich? Ja. Und die hat einfach vorher, was ich nicht mitbekommen habe, erzählt, es ist nichts zum Lachen, aber dass ein nahestehender Familienteil vorher verstorben ist und die sich da halt abgeschossen hat an dem Abend, das hätte man mir aber sagen sollen. Mhm. So, und da habe ich richtig Glück gehabt, weil ihr Freund saß neben ihr und das war wirklich so ein 1,90 Meter mal 1,50 Schrank. Ja. Der hätte vollkommen zurecht auf die Bühne gehen können und mich einfach da umhauen können. Mhm. Hat er nicht gemacht, habe ich Glück gehabt, vielleicht weil ich einen weiten Pullover hatte, habe dann durchgezogen. Und hab die Leute auch nicht zum Lachen gebracht und dann am Ende einfach gesagt, so, und jetzt wünsche ich dem Moderator auch nochmal viel Spaß, das ganze Ding hier aufzulösen. Nur, dass ihr jetzt Bescheid wisst, so läuft das hier nicht, so benimmt man sich nicht, ich bin raus. Gab es noch ein bisschen Applaus von denen, die diese Gruppe auch gestört hat. Ja, ja. So, pass auf, ich komme raus, da kommen die, kennst du ja Feedback-Runde, da kommen die da raus, ich war schon in London, ich war schon in New York, Comedians müssen damit mit Hecklern klarkommen. Ich so, okay, ich will es nicht in Länge ziehen, weil es dauert jetzt lange, aber ich will nur, ich habe versucht, den Comedy-Publikums-Etikette zu erklären. So, du läufst nicht dazwischen, du stehst nicht auf, du nimmst keine Sachen vorweg und die kommen mir mit, ja, da musst du mit klarkommen. Die Frage ist jetzt, hätte ich einfach meine neuen Sachen testen sollen oder, also ich war ja ein bockiges Kind, hab mir gedacht, wenn die Crowd so scheiße ist und hier so zerstörerisch unterwegs ist, dann mache ich das nicht. Dann mache ich 10 Minuten, 12 Minuten Belehrung und muss mir das anhören, hab mit jedem auch diskutiert. Wie hättest du das gemacht? War das richtig? War das falsch? Ist das, gibt es sowas wie Etikette im Comedy-Publikum? Sag du mal was dazu. Ich glaube, ich hätte die beleidigt. Also, dass man irgendwie probiert so wegen. Hab ich ja gemacht. Ja, genau. Hätte ich gemacht. Ja. Aber da kannst du ja kein Material testen. Nee, aber das macht auch keinen Sinn, Material zu testen in der Situation. Dankeschön. Weil dann bombt es so. Oder wie du es nennst, hat es ein geiles Set. Aber das ist halt überhaupt nicht repräsentativ. Dann schmeißt du so Jokes weg, die vielleicht voll geil wären. Einfach nur, weil du ein schlechtes Gefühl hast. Ich hätte die nicht weggeschmissen. Ich weiß die einfach, man will die ja nicht testen. Ja, genau. Der ist halt wirklich Perlen vor die Säue so. So, ich würde da wirklich, ich hätte wahrscheinlich mit irgendeinem safen Ding irgendwas freches, safes reingegangen, so um die zu verarschen, gucken, wie sie reagieren. Und dann einfach die ganze Zeit irgendwie da durchmanövriert, wenn der was Komisches macht, der ist dumm, einfach so dann da durchhangeln. So ungefähr habe ich es gemacht, nur halt viel zu oberlehrermäßig und ich war auch sauer. Ja. Und ich habe auch die Leute, also die anderen 10 Leute, die haben es auch gefühlt, die kamen danach meinten so, endlich hat es mir jemand gesagt. Weil die anderen Comedians waren so, viele hatten so einen ersten Auftritt. Und das habe ich auch auf der Bühne gesagt, meinst so, die haben hier ihren ersten Auftritt. Ja. Und das deren, wisst ihr, wie viel Eier das benötigt, auf die Bühne zu gehen, wie schwer das ist. Und ihr schreit hier Pointen vorweg. Und da läuft hier eine Frau gegen den Türrahmen, was ist das? Ja, aber auch so, also sorry, wenn da so so ein Familienangehöriger stirbt, dann ist es ja extrem schlimm. Aber wenn die sich dann so abschießt, dass sie nicht mal mehr sitzen kann, dann hat die doch da nichts verloren, Alter. Ja, und da muss auch theoretisch, hätte der Mann auch sagen können. Da hätte der Mann, der war doch groß und stark, der hätte die wegtragen müssen. Weißt tschüss, du was, Sabine, geh nicht nochmal. Ja, genau. Ja. Aber die hat sich da wirklich, die haben sich da, die kamen schon so, die standen schon mit Getränken vorm Laden, bevor die Show losging, obwohl es da nicht mehr Getränke zu kaufen gab. Das heißt, kennst du die Leute, die bewaffnen sich am Späti schon so, die waren so ready. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil Firmenfeier ist geil, aber Firmenfeier ist nichts für Open Mics. Firmenfeier ist irgendwie sowas für so. Warst du schon mal in einer Firma? Nee. Also ich habe schon oft so normal gearbeitet, aber in so einer richtigen. Was hast du gemacht? Boah, ich habe alles Mögliche gemacht, Digga. Von Regale einräumen bei Kaufland über Sushi ausfahren, Barkeeper, Kellner. Du hast mal Sushi ausgefahren? Ja, ja. Ich hasse Leute, die Sushi essen. Ah, echt, ja? Warum? Ja, isst du Sushi? Ja, ja. Dann hasse ich dich auch. Ja, ich weiß, habe ich mir gedacht. Aber ich sag aber auch warum. Ja. Weil ich finde, Leute messen dem zu viel Bedeutung bei. Mhm. Weil Leute sagen so, ich habe Bock auf einen Döner, ich habe Bock auf eine Pizza, aber wenn die über Sushi reden, dann ist es immer, weißt du was?
ich immer wieder so richtig Lust auf Sushi. Mhm. Also so, die sagen das, als wenn es was Besonderes wäre. Ja, ja. Aber kalter Reis, ja. Algen, überteuert. Aber so, weißt du, was wir machen können? Das ist doch mal wieder so richtig schön. Ich hasse es. Ja, ja. Ich hasse es. Vor allen Dingen, als ich Sushi ausgefahren habe, das war so 2009. Welche Leute bestellen sowas? Ja, warte doch mal. Entschuldigung. So, es war so 2009, 2010 oder sowas. Da war das auch wirklich noch was Besonderes. Warum? Ja, weil das da so neu war. Und da dachte ich auch noch, das wäre so ein richtiges reiche Leute-Essen, ja. Und ich habe es in Friedrichshain gemacht, am Boxhagener Platz. Und ich hab wirklich viel Gastronomie gemacht in meinem Leben und so. Aber ich habe noch nie so wenig Trinkgeld bekommen, wie in der Zeit, wo ich Sushi ausgefahren bin. Du hast ausgefahren, du hast auch Trinkgeld bekommen. Nee, für das, ich bring den das. Bist du behindert? Na, sag mal, gibst du dein Lieferanten? Bist du bescheuert, das ist da mit drin. Gar nichts. Da ist gar nichts mit drin. Ich habe 4 Euro die Stunde bekommen. Wenn da nicht einer keuchend ohne Deutsch hochkommt, geht der kein Euro. Safe, nein. Übrigens so viel, ich habe ohne Spaß, übrigens ein paar alte Battle-Rap-Kollegen von damals, deren Namen ich nenne, haben teilweise auch so Sachen gebracht. So geil. Haben die dir mal was geliefert? So, das wär, bitte? Haben die dir mal was geliefert, ja, ohne dass du es wusstest? Ja. Oh, und die, wie soll ich es wissen? Ja, und die haben den Bon gelesen und dachten sich, oh nein. Nee, das war der Name meiner Ex-Frau. Und dann mach ich noch Wohnung, schlimmer. Dann mach ich die Wohnung auf und die, kennst du? Und die stehen da wirklich in der schlimmsten Jahreszeit. Digga, komplett den Helm noch auf, Alter. Ich wollte es gerade sagen, genau das Bild wollte ich auch malen. Genau. Es tropft noch überall runter. Einfach so und dann so, fuck, Cynic, bist du das? Ich so, ja, Mann, lass mich noch kurz Geld tun. Normalerweise gebe ich nicht, aber so. Aber ich denke mir, du hast keinen Anspruch auf Trinkgeld, wenn du Treppen hochläufst. Du hast safe Anspruch als auf Trinkgeld, als Kellner, als Essenslieferant. Ich würde sogar sagen, als Paketbote. Das ist voll der anstrengende Drecksjob, man. Weißt du, was die verdienen? Nix. Aber 4 Euro die Stunde habe ich bekommen. Mittlerweile gibt es Mindestlohn. Okay, 12,50. Du hast 2009 4 Euro die Stunde bekommen. Wirklich? Ja. Kann gar nicht sein. Ich schäme mich dafür, so, dass das Mindeste, was ich mal bekommen habe, 7,49 Euro die Stunde. Das war das, da arbeitet man umsonst. Ja, wann war das? 4 Stunden? Ja, 2011. Hattest du einen Arbeitsvertrag, das war halt schwarz, immer schwarz. 2011. Aber ganz kurz, 4 Euro die Stunde schwarz ist auch geil. Ja, ja. Auszahlung, klar. Ja, ja, wirklich. Ja, dicker. Ich habe auch. Was holt man denn davon? 5 Stunden arbeiten einmal ins Kino, was ist das für eine Scheiße? Ja, das ist krass, ja. Das war wirklich so, also ich habe das, damals war es einfach nur so, ja, die 20 Euro hatte ich vorher nicht, so ist geil. Ja, die habe ich jetzt. Ja, die habe ich jetzt, aber es ist natürlich, wenn man sich überlegt, so das ist so eine Stunde meines Lebens, ist so 2 Münzen wert. Ja, genau. Und das ist ja auch genau wert. Oder so ein Fünfer und ich muss ihm noch was zurückgeben. Genau, das ist so, genau. Das ist so, das ist so. Aber soll ich dir was sagen? Ich nehme das mit dem Nietenrucksack wieder zurück, weil das erklärt auch einiges. Du kommst wirklich von ganz unten. Ja. Und da kann man sich, wenn man das erste Mal Geld bekommt, auch wirklich so einen ganz festen, massiven Nietenrucksack holen. Und damit im Bricks ins Backstage kommen. Wir machen das so, Samuel. Wenn du mir beweisen kannst, dass ich jemals in meinem Leben einen Nietenrucksack besessen habe, which I didn't. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Nietenrucksack. Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich kenne den Fotograf von Bricks sogar noch. Da wurden auch mehrere Fotos gemacht. Ja. Wenn das einmal irgendwo anders... Dicker, ich bin mir so sicher, dass ich dir sage, ruf ihn jetzt per FaceTime an. Ja, erstens weiß ich nicht, was FaceTime ist. Zweitens kenne ich die Nummer nicht. Wie ihr ich das bin ja ein bisschen wie nennt man das bei deinem Kack-Handy? Videotelefonie. Skype. Videotelefonie nennt man das. Ich bin halt schon ein bisschen älter. Schick ihm mal eine Nachricht auf Studie, ey. Wie alt bist du? Ich bin 35. 35 geworden, wirst du 36, wie sieht es aus? Ich bin kürzlich 35 geworden. Wann hast du Geburtstag gehabt? Um Weihnachten. Ach stimmt, das ist, ja genau, mit deinem, boah, Alter. Aber war stressiger Geburtstag dann? Das war die Hölle, ja. Da hast du gerade das ganze... Ich habe vor allen Dingen an dem Tag, ich habe am 23.12. habe ich noch eine Radioshow moderiert, hier in Berlin. Eins live? Achso. Nee, in Berlin, ich habe Radio Fritz, Weihnachten 44. So eine Show, die ganze Show war Crowdwork. Da habe ich es mit Absicht so gemacht. Aber Telefonanrufe? Nee. Wir hatten Live-Publikum und ich habe die Leute so einfach so aus dem Publikum auf die Bühne geholt, habe mit denen gequatscht. Ach, ist das dieses geile Studio da am Kudamm? Nee, das war in Neukölln im Prachtwerk. Das war in so einer Bar. Ist ja egal. Ja. Jedenfalls, das habe ich gemacht. Das ging bis 21 Uhr. Dann sind wir ins Büro gefahren und um 0 Uhr kam dann All You Can Eat in den Stream. Und dann halt so ein bisschen reingefeiert, ich war völlig matsch, bin um 1 nach Hause gegangen und dann am nächsten Tag war dann bei Family so Weihnachten und Geburtstag. Okay, und wie bist du mit den Boxverkäufen und diesen ganzen Hard-Tickets oder wie die Scheiße heißt, wie bist du damit zufrieden? Über, unter den Erwartungen? Na, das Ding war, es gab gar keine Erwartungen, weil... Aber es gab Hoffnung.
Nee, auch nicht so richtig. Also warte mal, also mit den Boxverkäufen bin ich extrem zufrieden, weil die haben wir alle ausverkauft, 20.000 Stück. Mit den Hardtickets war ich auch crazy zufrieden. Was haben die gekostet? Ich glaube 47. 47 oder 5, ich glaube 47. 20.000 habt ihr verkauft. Ja, ja. Erzähl weiter. So. Jedenfalls. Finanzamt Reinickendorf. Ja, das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg. Auch schöne Grüße, ey. Nee, danach haben wir noch so Hardtickets verkauft mit so, das war das Special plus mit so Zugang zum Bonusmaterial. Die 10er, ne? Nee, die haben 20 gekostet und den einfachen Streaming-Zugang, das waren 10er. Ja. So. Aber das war ein Rip-Off, weil da durften die nur 2 Tage gucken oder so, ne? Ich finde es nicht, dass es ein Rip-Off ist, weil wir haben es ja kommuniziert und du kannst es nicht nur 2 Tage gucken, sondern ab dem Moment, wo du es das erste Mal anklickst, hast du 48 Stunden Zeit zu gucken, so wie wenn du bei Amazon einen Film leist. Im Volksmund nennt man das auch 2 Tage gucken. Genau, okay, das stimmt. Ich spreche hier mit einem Mann aus dem Volk. Genau, aber das Krasse ist, ich habe so viel... Ich bin insgesamt sehr zufrieden, aber natürlich... ist mir eigentlich, also ich habe das alles selber bezahlt und so, deswegen war es mir wichtig, dass ich meine, es hat 350.000 Euro gekostet, das ganze Projekt. So, ich wollte, natürlich wollte ich dieses Geld wieder reinkriegen. Aber ab einem gewissen Punkt ist mir, dass es viele Leute sehen, viel wichtiger, als dass ich damit jetzt maximales Geld verdiene. Aber ab welchem Punkt? Ab dem Punkt, wo du wieder auf Null bist. Genau, genau. Okay. Und, jetzt, aber das ist doch eh klar. Naja, aber guck mal, Samuel, jetzt sind wir an dem Punkt, wenn ich das bei YouTube oder bei Netflix oder so, dann hätten es jetzt wahrscheinlich 3, 4, 5 Millionen Leute gesehen. Und jetzt hinter so einer Paywall sind es immer noch, ich glaube 100.000 oder so haben wir jetzt verkauft, sind es immer noch viele und das ist auch geil. Aber mir ist diese Reichweite, weil ich bin da sehr stolz drauf, ich will, dass es viele Leute sehen. Und deshalb muss das irgendwie noch in die breite Public. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja verwursten ohne Ende. Du machst erstmal. Ja, ja, klar. Aber ich bin ungeduldig. Also ein Jahr lang bleibt das jetzt exklusiv bei mir und danach gucken wir, ob wir es irgendwo entweder einfach auf YouTube stellen oder Netflix, Amazon, was auch immer. Aber was meinst du realistisch geschätzt, wann steht dein nächstes Programm, welches wieder einen englischen Titel hat? Wann kommt das? Was meinst du realistisch geschätzt? Was würdest du jetzt tippen? Naja, wir fangen jetzt an, die Tour zu planen und die soll, also ich will die ersten Tryouts machen im Mai 25. Da will ich so, Okay. Also das heißt ein Jahr, 3 Monate. Ein Jahr, 3 Monate, Material sammeln, Open Mics. Genau. Was mit Mixshows? Machst du Mixshows? Ja, also da ab einem gewissen Punkt mache ich auch wieder Mixshows. Also wenn ich quasi so Bits so einigermaßen fertig habe, dann gehe ich damit auch so auf Mixshows, weil man da manchmal so ganz anderes Publikum hat. Ja, safe. Wenn du so bei Nightwatch on Tour bist. Also wenn du, ich kenne, ich... Wir haben ja damals 2016 ein paar Mixshows zusammen gemacht, aber wie bist du weil auf Mixshows bist du ja, das ist, Mann, oh mein Gott, Alter, das ist einfach Felix Lobrecht, ist jetzt hier auf einer Mixshow. Kommt man mit dem Selbst, mit dem, dieser Selbstverständlichkeit da rein, nach dem Motto, ich weiß schon, ich tue euch jetzt hier einen Gefallen, aber ich brauche das jetzt hier zum Testen. Ich merke es ja bei dir auch, ich merke, es fällt dir nicht schwer, du bist maximal abgewichst, sagt man in Berlin auch, weißt du was, was heißt abgewichst in Berlin? Also abgebrüht. Ja genau, abgebrüht, ja. Abgeklärt, genau. Du bist ja wirklich maximal abgewichst, was so Umgang mit Leuten geht, so ein bisschen bis hierhin, nicht weiter, das möchte ich, das nicht, das ist cool, mit dir mache ich so, also das ist ja, aber das muss ja super anstrengend sein und dann hast du ja auf diesen verschiedenen Mixshows, teilweise wird man dann ja auch oder wirst du dann ja auch, ich kenn's nur aus dem Battle Rap, oder bei kleinen Comedy-Shows, da wirst du ja auch so über den Maßen eigentlich behandelt, wo du denkst so. Von den Comedians meinst du? Von den Comedians, vom Veranstalter, also von allen so, das ist so, come on. Ja, ach, ich probiere das irgendwie, manchmal probiere ich die Leute vor sich selber zu retten. Ja. Weil, weißt du, ich meine, dass sie sich nicht so zu sehr in diese Hunderolle bringen. Ja, ja, ja. So, also, du weißt, was ich meine so. Das ist genau, was du meinst, natürlich, ja. Aber was bei diesen Mixshows halt auch, was ich daran voll geil finde, ist so, dass ich da auf eine Art in so einer ähnlichen Situation bin wie du, wenn dich irgend so ein Schwanz zum Battle Rap auffordert, so, du musst halt gewinnen, so, und ich muss bei so einer Show halt killen, Alter. Genau, du musst der Beste sein. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. So, deshalb mache ich das auch nicht so direkt am Anfang, geil, sondern erst, wenn ich halt so die Bits auch so habe, dass ich weiß, dass die funktionieren. Das ist ein geiler Ansatz, das ist eh krass, also. Ich weiß ja gar nicht, ob du auf dem Schirm hast oder ob du weißt überhaupt, wie viel über dich geredet wird, weil, kennst ja, wenn Comedians untereinander sind, ist ja immer, hast du den gesehen, was macht der eigentlich, aber der ist ja sowieso überkrass und so, dann erwisch ich auch manchmal Leute, wo ich so denke, okay, guck mal, der Felix ist wirklich krass, der hat hier wirklich, das ist ein
sag mal so, der deutsche Kevin Hart, nicht im Sinne von unlustig, sondern im Sinne von Mogul, ich habe hier eine Firma, ich nehme hier so viel Geld in die Hand, produktionstechnisch, also so was Business angeht. Und Leute, die wirklich so, obwohl du nicht mal da bist, in Ehrfurcht erstarren. Ja. Und auch so andere Comedy-Kollegen, wo ich so denke, voll süß oder voll nice, obwohl es das eigentlich gar nicht ist, aber die sagen, ich hab mir so ein Hard-Ticket geholt. Ja, witzig. Comedians. Ja, geil. Also das ist krass. Hast du überhaupt Hater? Ich weiß es nicht, aber ich muss wirklich von Herzen sagen, dass es mir wirklich viel bedeutet, dass ich auch so das Gefühl habe, und Hater hat man immer so ein paar, aber größtenteils bin ich auch unter den Comedians so sehr respektiert. Und das bedeutet mir auch viel so. Aber das ist auch, weil du Open Mics machst und weil du besser wirst. Ja. Das ist halt das Ding. Ich glaube, das wäre so anders. Also ich sag auch immer, wenn es um dich geht, sage ich immer so, hör mal zu, wenn Felix Lobrecht Kennig 1, Kennig 2, Kennig 3 gemacht hätte, der hätte, also das wäre auch gelaufen. Mhm. Aber macht er nicht. Ja. So, der springt in die Scheiße rein, der geht auf diese Open Mics, bombt, also richtig, nicht so wie ich, sondern richtig bomben halt, wo du gar keine Reaktion bekommst. Und zieht aber durch und wird einfach besser. Und du müsstest das gar nicht. Ja, aber es macht mir voll Spaß, besser zu werden. Also mir macht Stand-up immer umso mehr Spaß, je mehr ich das Gefühl habe. Aber die Messlatte jetzt ist schon, das ist jetzt schwierig. Ja, komm, jetzt lass mal nicht so diesen Talk jetzt hier machen. Diesen Beweihräucherungstalk. Nee, ich meine es ganz im Gegenteil. Ja, ja. Ich meine, dass ich dir nicht zutraue, dass dein nächstes Programm ist. Da kommt nichts mehr. Ist vorbei, Leute. Also ich gehe fest davon aus, dass das nächste nicht besser wird als All You Can Eat. Ja, ja. Vor allen Dingen bei dem Titel. Ich bin gespannt. Hast du Angst vorm Tod? Wir waren nämlich vorhin beim Alter. Mhm. 35, ich bin 40. Die Hälfte ist jetzt rum. Ist jetzt noch nicht so, wenn ich mich akut auseinandersetze. Wobei, ich hatte neulich so eine ganz komische Phase, wo so in meinem Umfeld so voll vieler Leute Eltern und so gestorben sind. Also so richtig close Personen. Mhm. Deswegen war der Tod zuletzt relativ präsent. Kannst du aufgrund des Sounds vielleicht jetzt noch nicht drehen? Nee, kann ich nicht. Ich mach das einfach hier unten. Nee, mach doch, klar. Macht der Soundmann dann, ne? Aber ich selber habe nicht so Angst vorm Tod. Ich hab exakt dasselbe Mikro. Ich nehme jedes Mal Hack auf, dreh dabei, das geht schon. Ich habe nicht so Angst vorm Tod. Du? Hack höre ich nicht. Ich habe riesen Angst vorm Tod. Wirklich? Ja. Warum? Weil ich nicht will, dass es vorbei ist. Ich habe so eine Angst. Ich bin generell ein ängstlicher Typ. Ich habe da wirklich, also ich will das nicht. Irgendwie will ich noch mal 20 Jahre zurück. Dann denke ich mir so, nee, du warst vor 20 Jahren. Hattest du es nicht so, dass du in dir in jedem Alter gedacht hast, boah, jetzt ist gerade das beste Alter? Nein. Weil das beruhigt mich voll so beim Alter. Wirklich nicht? Überhaupt nicht. Echt nicht? Ich habe zu viel durch. Nein, auch voll nicht. Ach krass, nein. Okay. Ich glaube aber, das kommt noch. Ich bin der festen Überzeugung, wenn ich es so weitermache, ich glaube, mit so vielleicht 44, 45 sehe ich immer noch gut aus, bin halbwegs fit, das Steuerding ist geregelt und und mir geht's gut und meine Tochter ist noch älter und alles ist, glaube ich, so, das könnte so, ich glaube, mit 40er, das wird, glaube ich, meine Zeit vom Feeling her. Mhm. Aber ich habe das noch nicht gehabt, ich habe seit ich, glaube ich, 18 bin, noch nie ein paar Monate gehabt, wo ich mir dachte so, ach, mir geht's gerade gut. Nee, das meine ich auch nicht. Ich meine auch nicht mit gut gehen, sondern ich meine so im Sinne von, also wenn ich mir jetzt ich bin jetzt 35, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, so, boah, ich wäre doch mal 25, so, ne, ich habe gar keinen Bock drauf. Und das habe ich mir in jedem Alter eigentlich immer gedacht. Als ich so 25 war, dachte ich mir so, jetzt nochmal 19, ne. Hm. Weißt du, ich meine? Also so meine ich das. Ich meine nicht, ja, dass einem aber so das eine bedingt ja das andere. Also dein gutes Gefühl, dieses, ich will nochmal so alt sein, hängt ja auch von deiner momentanen Gefühlslage ab. Also dir müsste es ja, das ist ja immer das Ding, dir müsste es ja eigentlich gerade Bomben gehen. Ja, nee, weil. Weil die ja läuft wie Hölle. Ja, aber ich glaube, da fallen so andere Sachen. Also ich denke mir halt so, ich würde gerne vielleicht nochmal so aussehen wie mit 25. Aber nein, Mann. Das war die Tunnelzeit. Nee, die war da gerade vorbei. Da war ich einfach noch so, da sah ich so aus wie jetzt, nur jünger. Einfach. Okay. Aber ich würde das niemals eintauschen wollen gegen im Kopf nicht da sein, wo ich jetzt bin. Irgendwie auch so lebenssituationsmäßig, so ich war mit 25 wirklich noch crazy broke und also so diese ganzen Sachen so, das würde ich niemals mehr tauschen wollen. Also irgendwie und Erfahrungswerte. Erfahrungswerte, also diese Rechnung ging bisher immer in dem Alter, in dem ich in dem Moment war, am besten auf. Also, ich habe manchmal dieses Ding in der U-Bahn, ist noch ein harter Cut, da ich mir so denke, ich könnte jetzt theoretisch einfach Anlauf nehmen und bin dann weg. Aber das wäre scheiße, weil ich bin ja auch in Therapie seit anderthalb Jahren und ich kann aber meine Der Impuls wäre
am Bahnhof viel klüger. Am Hauptbahnhof meinst du? Nee, am Bahnhof, als in der U-Bahn. Wo willst du da hinspringen? Achso, im U-Bahnhof meinst du? Ja, natürlich meine ich einen U-Bahnhof. Ja, du hast in der U-Bahn gesagt. Das ist gerade ein schöner Moment, den lassen wir jetzt einfach so stehen. Mach weiter. Lass mal so sacken. Jedenfalls wäre dann alles vorbei. Und ich denke mir dann aber so, nee, weil es kommen ja noch voll viel geile Sachen. Wahrscheinlich, hoffentlich, weil ich habe ja schon so viel durch. Ja, du hast halt Kinder, das ist halt geil. Und das ist traurigerweise auch so das einzige, nicht das einzige Ding, aber wo man sich denkt so, ach, kann ich nicht machen. Ja. Ne? Ich meine, ich kann es eh nicht machen, ich würde mich gar nicht trauen. Mhm. Ich wäre der schlechteste Selbstmörder. Ich wäre auch ein super schlechter Sklave gewesen. Warum? Zu faul? Nee, das ist aber schon wieder ein neues Bit. Das ist ein neues Bit. Ich wäre ein super schlechter Sklave gewesen, weil ich wäre so nach dem Motto, wie ist es mit Pausen aus? Ich würde so eine Gewerkschaft gründen. So, das ist das, der Grundgedanke war schon mal gut, weil genau, es wäre ist halt auch viel zu. Ich dachte, weil du nicht singen kannst. Kannst du den nehmen? Ja, mach. Dann schneiden wir den hier raus und den nehme ich. Oder vielleicht ist der auch nur hier gut. So, meine Lieben, es ist soweit. Meine zweite Comedy-Solo-Tour steht an. Die erste Tour, übertreibt nicht, ist durch. War schon sehr, sehr erfolgreich. Und in der zweiten Tour gehen wir noch in ein paar größere Locations. Ich spiele 7 Großstädte, und zwar Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Stuttgart. Ich freue mich auf euch. Es wird sehr, sehr böse. Wenn ihr es abkönnt, geht auf den Link in der Beschreibung, holt euch Tickets, seid dabei. Es wird krank. Nein, aber dieses, also wie gesagt, Hälfte des Lebens ist rum. Glaubst du, du wärst eher so House oder Field? Oh, du hast nicht alle Battles von mir gesehen. Ich habe einen Battle gegen einen Schwarzen, gegen einen richtig Schwarzen. Ja. Habe mich im Afrika-Kostüm auf die Bühne gestellt. Du bist ziemlich dunkel für einen Lightskin übrigens. Ja, findest du? Ja. Also ich würde dich jetzt eigentlich fragen, woher du das beurteilen kannst, aber da ich dich ein bisschen persönlich kenne, weiß ich. Ja. Wegen der Rassentheorie, die ich studiere. Dass das deine Expertise ist, ja. Genau. Hier, Sarrazin ist der, ne, der Autor. So. Shoutout. Genau, Shoutout an Thilo auf jeden Fall. Thilo Habibi. Habibi Thilo. Das ist auch, das wurde auch nie corrected, wa? Nein. Nee. Nein. Wurde es nicht. Ich muss kurz ein Taschentuch aus meiner Jacke holen, erzähl weiter. Ja, weil es um die Hälfte meines Lebens geht. Genau, wie gesagt, 40 Jahre alt, die Hälfte des Lebens ist rum. Und aber, genau, Kinder ist ein Riesending natürlich. Das ist natürlich ein geiles Ding. Und ich denke mir so. Was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu deinen Eltern? Das ist, also Eltern schon mal nicht. Papa ist tot, seit ich 5 bin. Mhm. Alleinerziehende Mutter. Lass mich ganz kurz eine Minute Monolog machen, um das im Zeitraffer zu machen. Alleinerziehende Mama, maximaler Fußballsupporter, hat mich überall hingefahren, war bei jedem Training dabei. In der Pubertät war ich genauso fast so wortgewandt wie jetzt und sehr, sehr ekel, also genauso wie jetzt eigentlich, hab der viele Probleme bereitet, sehr viel knallende Türen, es gab keine häusliche Gewalt, dann hat die irgendwann mit 17,5 zu mir gesagt, willst du eigentlich einen Führerschein machen oder willst du alleine wohnen, weil die ganz genau weiß, ich will alleine wohnen, hab alleine gewohnt, bin voll auf die Fresse gefallen, wurde dann spielsüchtig, hat die irgendwann rausbekommen, dass sie bei mir nach Hause gekommen, hatte ich keinen Strom in der Wohnung, waren so Bierflaschen, dann war die psychisch am Ende, weil ich halt immer vorgegaukelt habe, ich bin am Start. Genau, und seitdem, seit 2006 oder 2008, arbeiten wir daran, mehr oder weniger, dass wir wieder zueinander finden. Und wir hatten letztens, als sie in Berlin war, als meine Tochter 4 geworden ist, da kam sie und da hat man ein richtig schönes Gespräch und maximaler Deep Talk, so, wie war mein Vater damals, warum so, also wirklich Horrorgeschichten ohne Ende, aber voll befreiend und voll, man ist schlauer rausgegangen und ich freue mich schon voll aufs nächste Treffen, weil sie auch zu mir meinte, hast du Fragen? Meinst du, ich brenne vor, ich habe so viele Fragen, ich will ja wissen, wer war der, wie, also habe ich viel von dem übernommen, also Leute denken jetzt so, okay, das muss man doch eigentlich wissen, aber wenn man eine schwierige Beziehung hat zu den Eltern, dann redet man nicht jede Woche darüber, deswegen, wir sind auf jeden Fall jetzt am besten Punkt ever und es wird, glaube ich, nur noch besser. Ja, ist so geil. Safe. War das bei dir? Ja, ich bin auch als Halbwaise aufgewachsen, also meine Mutter ist sehr früh gestorben mit 4, wenn es ein Wettbewerb ist. Hast du gewonnen? Meiner. Mhm. Auch in der Jugend sehr viel Streit immer gehabt mit meinem Vater so, aber ich würde sagen, so seit ich Mitte 20 bin, ein sehr, sehr gutes Verhältnis und mittlerweile beste Verhältnis. Und kannst du heute einschätzen, was dein Vater da geleistet hat? Mittlerweile schon, aber es war ja wirklich krass. Er hat ja wirklich alleine 3 Kinder großgezogen. 3 seid ihr? Ja, ja. Ach so. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Okay, wusste nicht. Doch, du hast beide schon getroffen.
Meine Schwester in Köpenick bei dem Auftritt und mit meinem Bruder waren wir schon mal saufen. Schwester habe ich ausgeblendet, stimmt. Ja. Egal. Mittlerweile auf jeden Fall. Aber warst du das Problemkind? Ich war auf jeden Fall mit Abstand das größte Problemkind und mein Bruder war auch ein Problemkind. Meine Schwester war dann, die ist die Jüngste, die hat, glaube ich, gesehen, wie viel Ärger ihre großen Brüder ihrem Vater gemacht haben. Und meine Schwester war immer auf Spur. Ja, Frauen. Die war immer auf Linie, die hat auch so auf ersten Bildungsweg Abi gemacht und so. Also die hat wirklich durchgezogen. Auch die Einzige mit dem Uni-Abschluss. Und aber krass, dass du sagst, es wäre was Besonderes wäre. Aber wahrscheinlich da, wo ihr aufgewachsen seid, ist was Besonderes. Weil bei uns, ich kenne keinen unten, also es gibt keinen ohne Abi. Ach so, ja, nee, ich bin der erste Lobrecht, der ein Abitur hatte. Aber glatt durch oder mit? Nee, auf dem 17. Bildungsweg, also mit 24 habe ich es gemacht. Ja, stark. Ja. Das ist doch stark. Nee, ich finde das, also ich finde das, ich bin ja jetzt selber Papa. Und aus meiner alten Siedlung hat, glaube ich, wirklich niemand Abi. Das war, glaube ich, rudeste Unterbrechung, die du heute gemacht hast. Ja. Also den Satz von mir jetzt unterbrechen, das war schon krass. Aber vielleicht hast du mich auch. Für Siedlung? Ja, nicht. Okay, sorry. Erzähl. Also wenn ich anfange mit. Was war denn jetzt mit deinem Vater? Ich bin ja jetzt selber Papa. Ja. Und jetzt habe ich natürlich zu jeder Altersstufe so Frage meine Mama. Also als ich so alt war, was habe ich da gemacht? Wie war das da? Pipapo. Mhm. Aber genug davon. Bist du so Helikoptervater? Nein. Das also gut. Ich bin. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass so. Das so, so gerade so von den so Deutschen, so dass die alle so übertreiben mit ihren Kindern. So, mein Vater hat mal was Geiles gesagt, er meinte, Kinder waren früher nicht so wichtig. So in seiner Jugend. Ja. Und auf eine Art ist es voll geil, das so zu sagen. Safe. So, die gehen raus und kommen irgendwann wieder. Und das ist ja das Geile. Ich bin morgens rausgegangen, dann irgendwann war ich halt wieder zu Hause. Oder halt später. So war es ja. Und wir, Mann, Auto, nicht anschnallen, es wurde geraucht. Wir sind alle vernünftig geworden. Also keiner ist ja gar nicht behindert, ist ja alles gut. Ja. Und nicht dieses, kletter da nicht hoch, mach dies nicht, das nicht. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich weiß jetzt für mich, also Kinder gehen nicht kaputt. Kinder können nicht kaputt gehen, die sind unzerbrechlich. Ja. So, ne? Und was aber krass ist zu sehen, einfach die Fortschritte und Lerneffekte. Mhm. Also ich weiß ja aus meiner Erinnerung, weißt du noch, was meinst du, wie weit kannst du zurückdenken? Boah, das ist ganz schwierig so. Also zum Beispiel so diese ganze Zeit, wo meine Mutter gestorben ist, ist wirklich schwarz. Das weißt du? Nein. Eben nicht. Ist wirklich komplett schwarzer Fleck. Ja. Aber ich weiß teilweise Sachen davor. Kann ich mich dran erinnern? Warst. Ja, wirklich. Also jetzt nicht so detailliert, aber. Aber so von Fotos oder so, wirklich? Nee, ich kann mich wirklich an so Szenen erinnern, teilweise. Aber wirklich alles rund um meine Mutter ist wie gelöscht. Wirklich komplett gelöscht. Aber hast du im Kopf, dass deine Mutter mal mit dir geredet hat oder die Stimme von deiner Mutter oder wie die sich bewegt hat? Oder war? Nee, wirklich, ich habe nur eine, das erzähle ich auch bei All You Can Eat, ich habe eine Szene von meiner Mutter im Kopf, die halt voll traurig ist, deswegen erzähle ich die jetzt auch nicht, wenn ihr es sehen wollt, all-you-can.stream. Aber sonst habe ich gar keine Erinnerung. Ich kenne die Frau nur von Fotos. Ich hab eine, da waren die schon lange auseinander, das war kurz vor seinem Tod, da bin ich mit meiner Mutter im Kaufhaus eine Rolltreppe hoch, hab einen schwarzen Mann gesehen, wollte auf den zulaufen und die hat mich in so einen Gang reingezogen und ich meinte so, was ist denn los? Meinte, ja, das ist dein Papa und so. Das ist die einzige lebhafte Erinnerung, die ich habe. Und sonst vermischen sich ja oft Fotos mit der Einbildung, dass das eventuell mal passiert sein könnte. So. Aber das trägt ja auch dazu bei, also dieser Stempel, den so gute Comedians haben, dieses, man muss mal so ein Drama durchhaben oder man muss abgefuckt sein, um gute Comedy zu machen, würdest du unterschreiben? Nee, das würde ich, glaube ich, nicht so pauschal unterschreiben. Aber ich glaube, dass man als Comedian tendenziell auf jeden Fall jemand ist, der one way or another viel nachdenkt. Ja. Also der Sachen zerdenkt, der grübelt, der einfach sich so verlieren kann in so Sachen. Ich glaube, das auf Comedy eine Art, Brain. Das eher, ja. Ja, aber nicht mal so, also einfach so, also man denkt ja auch viel über Sachen nach, so ohne da jetzt auf Joke zu gucken, einfach so sich so in so Sachen, also ich glaube, das haben viele Comedians irgendwie so gemeinsam, dass sie so komische Umwege in ihrem Kopf gehen können. Ja, und das kann man immer gut testen. Und ich glaube, es gibt keinen Comedian, ich bin hier der langjährigere Podcaster, du kannst hier gerade was von mir lernen. Schreib mit! Ich höre zu. Schreib mit. Erzähl, also. Ich glaube, dass kein Comedian, der wirklich gut ist. Unterbrechen. Ich glaube, dass kein Comedian, der wirklich gut ist, dumm ist. Ich würde auch sagen, also Comedians sind im Durchschnitt viel cleverer als Rapper und sehr, sehr zerdacht. Aber wenn es heißt, wir gehen Samstag in den Club. Ja. Mein Gott, Alter. Ja.
Frauen ansprechen, tanzen, socializen. Kannst du alles vergessen, Mann. Das ist peinlich. Das ist so peinlich. Naja. Wirklich, du bist da wirklich wie, also wie beim Zivi damals. Nee. Das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Hast du noch, wir müssen noch mal langsam zum Ende kommen. Wie sieht es mit neuen Projekten aus? Du hast einen Post gemacht, Ballers League habe ich gesehen. Du arbeitest an dem neuen Programm, welches heißen wird. Was war sonst noch? Ein Buch habe ich noch gelesen? Oder du hast irgendwas geschrieben, was irgendwie noch abgenommen werden soll? Ja, ich habe einen Buchdeal und habe jetzt auch zuletzt mal wieder ein bisschen geschrieben. Das probiere ich irgendwie so ein bisschen weiter zu verfolgen. Ich habe eine richtig geile Formatidee, über die, die kann ich dir gleich mal off-camera erzählen, aber das ist noch zu früh, um jetzt in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Ich mache einen Comedy-Club auf, hier in Berlin. Einen richtig geilen, das wird richtig fett. Dazu kommen auch bald Info. Wann kommt es hier raus? Im März? 7. März, ja. Ja, ich schätze mal so nächsten Monat. So wie Mittermeier in München, machst du hier was auf oder was? Ja, nur geiler. Aber ja, obwohl, den habe ich noch nicht gesehen. Location hast du schon? Ja, wir haben alles schon, ja. Wir haben die ganze Zeit, also wir haben das Projekt ist seit letzten Sommer in Planung. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lange auf irgendwas von Deutschland gewartet. Ich habe direkt, in meinem Kopf ist sofort, was alles schieflaufen könnte oder warum es keine gute Idee ist. Das ist so ein scheiß Grundgedanke. Aber sag mal. Weil du das bist, weil man sich denken könnte, jetzt will die Krake das auch noch für sich einnehmen. Mhm. Also ich weiß, dass es eine gute Idee ist und ich weiß, dass es Bombe wird, weil ich dich kenne. Aber zuerst überwiegt erstmal dieses, was könnte daran, also das ist aber mein Ding so, was könnte daran nicht laufen? Ich kann schon mal einen Shitstorm vorwegnehmen. Also, weil das hat mich voll genervt. Aber wir konnten es daran nicht scheitern lassen, leider. Es war unmöglich, da einen Rollstuhleingang zu bauen. Ja, sorry! Okay. Der ist im Keller, der heißt auch Downstairs Comedy Club. Downstairs Comedy Club. Okay. Und er ist halt entsprechend Downstairs. Und also DCC. Genau, DCC. Aber so schön mit allem Zippo-Zapp. Versuchen wir Ami-Level? Ja, ich zeig dir später alles. Ja. Egal, jedenfalls das. Ja. Und aber ganz kurz an die Rollstuhlfahrer, gebt euch Mühe, ne, weil das, so ist das ja gemeint, glaube ich. Ne? Also die müssen ja an sich arbeiten. Arbeitet an euch, dann könnt ihr auch in den DCC kommen. Zurück zu deinem Projekt. Ja, wirklich. Ich finde es auch schade, wenn es jetzt daran scheitert. Ja. Auch mal bei sich die Fehler suchen. Richtig. Nee, und was noch? Doch. DCC. Ja, ansonsten crazy. Halt. Also, aber in welchem Stadtteil? In Mitte. Da gibt es noch gar nichts. Da gibt es Z-Bar. Nee, es gibt in direkter Konkurrenz zum Quatsch Comedy Club. Aber so Rosenthaler? Steinwurf entfernt vom Quatsch Comedy Club. Das ist aber, das wird schwierig. Schöne Grüße. Das wird ganz schwierig. Weil das Publikum kreuzt sich nämlich des Todes. Ja. Ja, crazy, nee, Alter. Das wird, glaube ich, cool, ja. Das ist ja ein Mammut, aber da habe ich noch so viele Fragen zu, aber wir sind mal drüber, komm ey, mach, wenn du es schaffst, diesen Podcast in die zweite Staffel zu kriegen, komme ich gern zur zweiten Staffel wieder in die erste Folge. Machen wir das in Staffeln überhaupt? Nein, das ist einfach, das geht durch. Ja, wenn du 10 Folgen schaffst, ist es schon eine Staffel. Ja? Ja, weiß ich nicht. Ja, dann jetzt schon mal. Ja, was macht ihr also allein wie du? In der 11. Folge kommt Felix Lobrecht wieder und dann wird über den DCC gequatscht. Ja. Und soll das Ding hier wöchentlich rauskommen? Und eine Sache wollte ich noch sagen. Als erfahrener Podcast-Hase. Ich habe 7 Jahre jetzt meinen Podcast, ja. Wie heißt der nochmal? Der heißt Gemischtes Hack. Mhm. So. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du das über die Zeit bringen willst, dann wirst du dein Konzept ändern müssen. Irgendwie. Nicht, weil es macht voll Spaß bei dir, aber es wird so schwer, jede Woche einen Gast zu finden. Ich weiß. Da bin ich echt gespannt, wie du dieses Hindernis nimmst. Soll ich dir sagen, wo da mein Hintertürchen ist, indem ich mich nicht nur auf bekannte Leute festlege, sondern auch Leute einladen will, die keinen Schwanz kennt, die einfach nur einen geilen Job haben? Genau, wir hatten bei Gemischtes Hack mal so, als Corona neu war, haben wir so eine Staffel gemacht, dass wir noch eine zweite Folge hatten und es war ein Interviewformat. Mhm. Also wir hatten dann 2 Folgen die Woche, weil die Leute halt in Corona-Lockdown waren und wir wollten die Entertainer und 5 schnelle Fragen an und dann immer einen Gast. Und das war genau die Idee, mal Promis, mal den. Und das ist so, also es ist noch schwerer, Leute aus dem echten Leben zu finden als Promis, kann ich jetzt schon sagen. Habe ich auf der Suche nach einem guten Kassierer schon gemerkt, ist hart. Weil vor der Kamera. Das, ja, genau, weil nicht. Du denkst ja, so, ja, die Oma aus dem 3. Stock ist so lustig. Ja, aber. Ja, aber auch Lichter nur im Kontext Fahrstuhl. Genau. Und für 4 Sekunden. Genau. Aber ich glaube, irgendwie, das kriege ich hin. Aber es wird natürlich schwierig, aber. Eigentlich wäre es viel geiler, du bräuchtest so einen konstanten Quatschpartner. Du bräuchst einfach so einen Tommy Schmidt.
Ja, aber da haben wir ja schon mal drüber gequatscht. Fällt dir irgendjemand ein? Ich sehe dich am ehesten mit einer Frau. Ich glaube, das fände ich am geilsten. Wir haben ja schon mal mit Freddy Gralle habe ich ja schon mal, genau, die werde ich mal einladen. Mal gucken, wie es ankommt. Vielleicht macht man dann irgendwann so ein Ding. Gast Freddy. Und ich rede einfach über die Freddy, als wäre es mein Eigentum. Aber auch, weil ich ein Mann bin. Ja. Deswegen ist es schon wieder gerechtfertigt. Ja, mal schauen. Ich bin auch gespannt. Also wir ziehen erstmal die ersten 10 Folgen durch, zur 11. bist du wieder da und dann quatschen wir dann nochmal drüber. Das Logo sieht ganz cool aus. Dank dir. Mit dem Kompliment hören wir, glaube ich, auf. Schön, dass du da warst. Dicker, all-u-camp.stream und alles, was Samuel macht, Folgen kaufen, machen, tun. War verständlich auch. Guter Mann, tschüss. Also vom Gefühl her, kommst du da mit in die Panko oder? Boah. Ich glaube, das könnte gut werden. Wirklich. Ich hätte voll Bock, jetzt einfach noch irgendwie so ein Bier zu trinken. Aber jetzt in so ein. Ja, das machen wir ja auf dem Weg in die Panko. Naja, und dann da vor Ort, irgendwie da kasselt irgendwo hinzugehen, wo man so zuhören muss. Aber es ist ja mit Beat, ist ja on Beat. Ja, wisst du nicht, Digga. Und wir machen das so, weil du bist ja hier auch irgendwo bist ja hier auch mein Gast. Irgendwo. Wenn du sagst, nee, Samuel, sei mir nicht böse, dann gehen wir direkt gegenüber einen Magendoktor. Und das ist so schön da. Kennst du den Magendoktor? Nee. Das ist genau das, was du denkst. Die ganze Gegend hier Moabit, das ist gar nicht meine Ecke, ja. Nee, die Julia fährt uns ja gleich nach Wedding. Wir fahren jetzt zur Punkstraße ist es. Wir fahren jetzt 10 Minuten zur Punkstraße, gucken kurz das Titelmatch von Taggy gegen Caranova. Und wenn du nach der ersten Runde von Taggy sagst, sei mir nicht böse, aber die Scheiße gebe ich mir nicht. Also wirklich no front an die Leute, aber es gibt wirklich nichts, was mich weniger interessiert als das Titelmatch von denen, die du gerade gesagt hast. Und trotz der Werbung, die ich gerade dafür mache. Du bist null so, oh, mal schauen. Geht gar nicht. Nein. Kannst du da so krass cutten, oder? Wirklich. Ich würde mich jetzt lieber mit dir in Kreuzberg da wieder von Späti stellen. Das stellst du mich natürlich vor eine harte Aufgabe. Wie heißen die beiden? Bongtegi und Caranova. Ich sag, Caranova gewinnt. Hast du Bongtegi schon mal gesehen? Nee, aber den anderen auch nicht. Aber ich ist einfach nee. So jetzt vom Ding her. Vom Namen her? Mhm. Das Ding ist, also Bongtegi ist ja quasi mein Erzfeind. Ah, stark. Ne? Wir haben ja schon zweimal gebettelt, habe ich monumental gewonnen und beim dritten Mal wird der wahrscheinlich gewinnen. Deswegen, das wird gut bezahlt auf jeden Fall. Mhm. Ich finde übrigens, ich mag ja so Flex und so. Aber ich finde, langsam haben alle verstanden, dass du am meisten Geld verdienst bei Battle Rap. Auch, dass ich der Most Viewed bin? Haben die das auch schon verstanden? Ja, das kannst du vielleicht nochmal erwähnen, aber. Ja. Das ist aber auch stolz. Ja, ist ja auch. Mhm. In Ordnung, aber scheint unsympathisch. Das ist quasi dasselbe, wie als du damals mit einem Nietenrucksack ins Bix hinten reingekommen bist. Da wusste auch jeder, dass du am meisten Geld verdienst. Da brauchst du ja nicht so einen Rucksack anziehen. Oder einen Turnbeutel. Krasser Unterschied, ob es ein Nietenrucksack oder ein Turmbeutel ist. Ja, und ich habe den halt noch vor Augen. Also wirklich, der war wie bei den Turtles. Ich weiß es halt. Naja, war schön. Hat das Spaß gemacht. Ich war der Lockerste bis so eine Stunde vorher und dachte mir so, ey, wenn das jetzt kein guter Gesprächsfluss wird, oh Mann. Hey, podcastmäßig? Ja. Naja. Ich war wirklich der Lockerste. Ich meinte, Julia meinte, hast du Notizen gemacht? Ist so, eher nicht. Mhm. Und eine Stunde vorher war ich so, was? Ja, stimmt, ja. Das wäre nicht jetzt, wenn wir jetzt ruhig sitzen. Aber da dachte ich mir aber auch so, du bist so ein maximaler Profi, du rettest das Ding schon. Musst du jetzt Podcast gar nicht. Podcast ist mein absolutes Lieblingsformat. Ja? Podcast und Radio. Finde ich voll geil. Radio habe ich noch nie was von dir gesehen. Ich weiß nur, dass du immer da bist. Eins live. Einen Tag mit Felix, 24 Stunden. Ja, Radio macht echt, also wenn du da mal eingeladen wirst, macht das unbedingt. Das macht echt Spaß. Ich habe also nicht so diese Kurzinterviews, ja. So, da wo du so zwischen zwei Songs irgendwie kurz deine Punchline abfeuern musst, aber so richtig Gespräche, das ist echt cool. Ich hätte da auch voll Bock drauf, aber ich glaube, man vertraut mir da nicht. Aus guten Gründen auch. Mhm. Weil du weißt ja, was du sagen kannst, was nicht. Du bist eigentlich auch, also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Jokes, also auf der Bühne ja. bist du doch eigentlich relativ. Ja, aber ich sag so oft Mongo und behindert und so. Ja, das ist doch egal. Ja, ist das egal? Ja, klar, das ist egal. Ja, wenn du das sagst, warum sollst du denn jetzt lügen? Was wollen sie denn, also kriegst du, also dieses Ganze, man darf ja nichts mehr sagen, heißt da eigentlich nur, ich will keinen Ärger dafür kriegen, was ich sage. Genau. Ja, das ist ja was ganz anderes. Ja, und ich kann auch keinen Ärger bekommen, weil ich bin doch so klein, also mir kann ja nichts
verbaut. Du bist vor allen Dingen schwarz, Dicker. Du musst diese Karte viel mehr spielen. Schwarz. Ist egal. Aber ich mache rechtsradikales Material. Ist egal. Du musst es viel mehr playen. Dicker, wenn ich schwarz wäre, weißt du, was ich mache? Ja, glaube ich. Ich bin Jokes an, Leute. Glaube ich. Und ich bin auch so froh, dass ich es bin, weil sonst könnte ich die Jokes auch nicht machen. Mhm. Ich weiß das schon. Das reibt der Serr, dass der Mund mir immer unter die Nase. Dass du die Jokes so deswegen machen kannst? Ja. Das ist genau, der meint so, ich habe vom Cynic jetzt ein paar Sachen gesehen, der ist auf jeden Fall ein Nazi und der kann das nur machen, weil er die Hautfarbe hat. Sonst könnte er das niemals machen. Das ist bei ihm genauso. Ja? Ich weiß nicht, ich habe nie Jokes von ihm gesehen, ehrlich gesagt. Aber ja, der macht auch keine Jokes. Ja, genau. Du bist ja eh nicht so ein Fan. Ich finde den manchmal als Typ voll interessant und so jemand wie ihn braucht es voll in der deutschen Öffentlichkeit. Ich finde es auch schade, dass er jetzt aufgehört hat. Ja. Aber ich bin auch kein Fan, das stimmt schon. Ich bin so ein Fan. In Zürich war ich zufällig gleichzeitig mit meiner Tour und da war der auch da, hat er mich eingeladen. Einen Tag später war ich mit dem danach noch essen. Mhm. Das ist so. Wen hast du denn überhaupt? Wen gibt es denn überhaupt, den, wo du den treffen würdest und sagen würdest, ach du liebe Güte, Alter, krass. Wo ich so Starstruck wäre oder ja. Was? Nicht Starstruck. Starstruck war ich auch nicht, aber so krass, dass der wirklich und voll nice, dass ich mit dem jetzt gerade hier. Boah, weiß ich gar nicht. Aber wären das eher Rapper oder Comedians? Boah, Rapper muss ich sagen, all die ich kennengelernt habe, waren eigentlich relativ normal und manche auch so ein bisschen komisch einfach. Rapper halt. So. Also generell eigentlich alle Promis, die ich bisher so kennengelernt habe, die waren eigentlich größtenteils wirklich sehr normale Leute, so. Oder? Also. Aber weil du denen ja auch auf Augenhöhe begegnest mittlerweile. Es kann sein, dass es, also ich finde Prominenz beeindruckt mich eh nicht so krass. Aber so. Amis. Ja, Amis wäre nochmal, also gut, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was willst du mit so einem Louis C.K. quatschen so. Nee, ich aber. Ich will den ja gar nicht kennenlernen. Ich will auch Bill Burr nicht kennenlernen oder so. Ich will die. Du willst nicht mit denen über Comedy reden? Nee, irgendwie, ich will die so aus der Distanz einfach witzig finden, glaube ich. Ich würde gerne mit dir am Tisch sitzen und einfach wissen, wie die so am Tisch mit ihren Leuten. Ich muss auch nicht mit denen, aber ich würde gerne mitbekommen, wie die mit ihren Leuten, wie die da sind. Warum? Um zu sehen, ob das ein großer Unterschied ist zur Bühne, ob die, weil es gibt ja Leute, die sind auf der Bühne super witzig, ja. Und aber am Tisch können die gar nichts. Das finde ich immer sehr suspekt übrigens. Ja, und das habe ich auch voll vielen Leuten erzählt, um jetzt deinen Schwanz nochmal komplett in den Rachen zu nehmen, dass du wirklich, dass du einfach auch, also ich kann nicht mit, also ich kann nicht mit Leuten, die keinen Humor haben, also die nicht lustig sind. Und du bist wirklich leider auch im Privatleben, aber ganz anders als auf der Bühne. Findest du? Ja, lustig. Wirklich, ich muss lachen, ja. Ich habe so meinen, also mein bester Freund, Lukas, der ist so, also ich kenne keinen lustigeren Menschen. Ich weiß, gib dem Mikrofon, stell ihn vor fremde Menschen, der ist verloren. Ja, ja. Aber der ist so lustig, also ich, das, aber das glaube ich auch, weil es so, weil wir uns seit 96 immer beste Freunde. Mhm. Und das sind natürlich auch viele Insider und so, aber die Art und Weise, denke ich mir so, ey, das ist doch eigentlich, müsste man das doch. Ich sage auch mal so, mach doch mal dieses Format oder das und dann, aber ich weiß, der ist ein Kraus, der wird sich machen. Ich habe auch schon ein paar Kumpels gesagt, so, ich habe auch so ein paar Kumpels, von denen man so denkt, so ey, Dicker, die Story mit dem Mikro und dann siehst du ihm, wer die Story einfach das nächste Mal in einem neuen Kontext erzählt und denkst, hey, ist das letzte Mal geiler erzählt. Ja, dann, so, und dann, schon, ja, dann kannst du es ja, nicht. Ja, genau. Also. Dann ist es das halt nicht. So, machen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck wegen entweder Späti oder Panke. Nee, du gehst in die Panke, ich gehe nach Kreuzberg. Mann, ich will aber auch in Kreuzberg jetzt noch ein Bier trinken. Aber ich will auch Bonteg gegen Caranova sehen. Ey, guck dir das aber an. Du sagst, Caranova gewinnt sowieso. Ja, gewinnt safe. Mann, so, du gehst da jetzt hin und dann schreibst du mir später noch, wenn ich jetzt irgendwie das schaffe, noch irgendwie einen Kumpel oder meinen Bruder zu akquirieren, um so diese Motivation zu halten, ja. die ich jetzt gerade nach. Ja, aber weil die nächste halbe Stunde, die ist crucial, ne? Das weißt du selber. Ja, die ist ganz wichtig. Ja, ja, deswegen, ja. Weil jetzt ist theoretisch, ist ja, das ist ja das Geile bei Bier, das ist ja genau dieser Pegel, ohne Longdrinks, diese scheiß Ausschläge, sondern wirklich dieser nice Pegel. Beste Uhrzeit, Samstag, 8 Wetter Uhr. Auch okay. Wetter, kann man machen auch, theoretisch. Ich habe meine Versace-Jacke.